servus, grüß euch daheim an die Geräte, am Handy, am Laptop, möglicherweise auch am Fernsehen, zu Bayerns naturwissenschaftlichen Musikantentreffen. Wir sind noch da, live aus dem Bayerwild-Experium. Wir freuen uns, dass ein paar eingeschaltet haben und ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird ein bombastischer Abend. Wir sind noch da, ist natürlich auch ein bisschen ein Hommage an die Zeit, an die vergangenen Wochen. Da war es ja so, dass mit Auftritten nicht ganz so viel los war und ich habe heute hervorragende und bezaubernde Co-Moderatorin oder Mitmoderatorin, das Co will ich gar nicht so betonen, von der wir schon einen riesen Glück gehabt haben, dass sie überhaupt noch da ist. Michaela, was ist denn wieder passiert? Erzähl! Danke, dass ihr überhaupt da seid, und beziehungsweise, weißt du, eine gute Holzhaus. Was tut jetzt eine Kabarettistin, wenn Corona-Zeiten ist und in Elternzeit ist? Spekulieren. Sie zirkt um mit Kind und Kegel. Und jeder weiß, dass ich meistens Vollgas gebe und in dem Sinne gesehen, mein Mo fährt nur im Auto Vollgas. Jetzt hat es da leichte Kommunikationsschwierigkeiten gegeben und mir ist wieder alles jetzt langsam gegangen. Und dann hat er gesagt, geh, Schatz, warte halt, die schweren Backel, die trage ich, die Karton und alles. Und ich, nein, ich warte nicht, ich fange gleich an. Ich das erste Karton packt, hin zum Hänger, auf und rum! Haut mir samt den Hänger zurück, dass Dirl vom Hänger verbunden hat, ich am Boden durchklingen, wie so ein kleiner Käfer, haben gerade noch gestrampelt, weil, mein Götterpatti, die Stützen vom Hänger nicht alle hat. Und ich bin dann durchklingen, wir haben sehr das Glück gehabt, dass ich den schweren Karton aus der Brust gehabt habe, weil ich glaube, ich hätte verbal umgebracht. So, oder ganz ehrlich. Ja, aber was sollst du jetzt da tun? Nicht? Das weißt du ja du selber nicht. Ja, das ist manchmal so, wenn man verheiratet ist. Ich habe den Hafen der Ehe begleiten dürfen. Aber wir freuen uns auch, dass du heute mit dabei bist. Bei mir sind wir noch da, aber wir zwei, wir sind wir nicht allein. Wir haben uns eine Reihe von Musikanten und Freunden eingeladen, die euch heute. So, jetzt probieren wir es nochmal. Also, servus, grüßt euch, herzlich willkommen zu Bayerns naturwissenschaftlichsten Musikantentreffen. Wir sind noch da, live aus dem Bayerwald Experium in St. Enima. Gefreut uns, gefreut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt am Handy, am Laptop, vielleicht auch am Fernsehen. Zeigt euch heute wirklich ein halbe auf. Es wird ein wunderschöner Abend und ich kann es euch versprechen, wir haben ein ganz tolles Programm auf die Achsen gestellt. Ich habe heute eine bezaubernde Co-Moderatorin an meiner Seite, die Michaela Hafner, und ich möchte das Co gar nicht so betonen, die moderiert das Ganze mit mir und wir sind ja bei mir sind wir noch da und mit der Michaela, habe ich gehört, haben wir ein großes Glück gehabt, dass du überhaupt noch da bist, Michaela. Was hast du dir angestellt? Ja, das Problem ist, was tut jetzt eine Kabarettistin in Elternzeit und wenn Corona-Zeit ist, hat es nichts Besseres zum tun, als wie das mit Kind und Kegel quasi umzieht. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich nur Vollgas bin, in dem Sinne gesehen. Und der ruhende Pol bei mir in der Partnerschaft ist mein Mo und der geht das alles ruhiger an wie ich. Und mir ist wieder nicht schnell gegangen und haben dann gesagt, nein, ich tue den Karton selber dran, ich warte jetzt nicht auf dich. Ich quasi den ersten schweren Kartonpack. Hier zum Hänger, einen Hänger, zack, hat's mich zurückgehauen, aber schon so gestampelt haben, wie so ein kleiner Käfer auf dem Kugel dort. Weil, mein Göttergatte, die Stützen nicht rausgefahren hat vom Hänger. Mir hat sie so zurückgelassen samt dem Hänger, dass sie sogar die Dirnen vom Hänger verbunden haben. Mein Mann hat ein sehr Glück gehabt, da ich keine Luft nicht gekriegt habe mit dem schweren Karton auf der Brustung, weil sonst hätte ihm wahrscheinlich verbal gelegt, so oder ganz ehrlich. Aber wir haben ja heute auch verbal viele Schmankerl dabei, meine ich, gell? Ganz genau so ist. Wir sind ja nicht nur allein, wobei wir zwar das auch gut umgebracht hätten, was da schon gut angefangen hast. Bestimmt noch viel mehr zu mir erzählen, das wird sich auch im Laufe des Abends noch hören, dass der Michaela der Schmerz ganz selten ausgeht. Aber wir haben heute viele Musikantinnen und Musikanten dabei. Aber bevor dass wir zur ersten Gruppe kommen, dürfen wir noch Danke sagen, denn dass das Ganze so funktioniert, da müssen ganz viele Hände zusammenhelfen. Und da passt es jetzt einmal auf, wer uns unterstützt hat im Vorfeld, dass wir heute für euch aus dem Experium senden können. Genau, und die große Ehre darf ich halt vorlesen, weil der Andi hat mal gesagt, er kann das nicht so gut, im Lesen bin ich besser, weil er ist besser im Anschaffen. Ja. Also, wir dürfen uns ganz herzlich bei den Unterstützern bedanken, dem Straubinger Tagblatt, dem Fichtacher Bayerwaldboden, Regio Aktuell 24, Radio AWN, Bayerwald Radio, Touristinfo St. Edelmar, der Weltenburger Brauerei und ein Experium. Und das sage ich ganz ehrlich, das ist ein Besuch wert. Weil was ich jetzt da beim Rundgang schon gesehen habe, fantastisch. Ich sage es euch, Leidl, kommt und schaut euch das einmal in Natura an.
Und vielleicht trifft es auch Michaela und mich, weil Michaela braucht dann einen Lehrer, der es ihr erklärt. Das ist kein Grund, aber nur, dass du das Naturwissenschaftliche auch verstehst. Und damit ihr das auch versteht, haben wir auch ein paar Experimente für euch vorbereitet. Die wird der Wolfi selber machen, der Besitzer vom Experium. Also, der guten Stimmung ist Tür und Tor geöffnet. Und wir freuen uns auch in Corona-Zeiten über die erste Gruppe. Aber weil wir Corona-Zeiten haben, müssen wir natürlich die Abstände einhalten. Und wenn die jetzt mit Masken reinkommen, ist es kein Überfall, auch wenn es manchmal so ausschaut, sondern die müssen das einfach machen, damit es sauber runtergeht. Und dann würde ich sagen, begrüßen wir miteinander die Grenzweitler und dabei trinken wir zwei. Prost! 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 Das ist jetzt unsere erste Gruppe, die Grenzweitler. Die sind bekannt aus Funk und Fernsehen, oder man kennt das und bekannt trotz Funk und Fernsehen. Die sind aktiv bei den Kassplattenrocker, bei der Hundertdorfer Großkoppeln, bei Made in Bayern, glaube ich, haben sie schon mal gespielt. Also da ist heute alles noch dabei, ganz lang. Aber. Weil da war es noch jung, gell? Ja. Ein wenig verwuchsen haben wir uns. Da bist du auch in der ersten Reihe gestanden. Damals wird die noch jung gemacht. Damals hast du noch gar nicht viel gedürfen. Das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber nicht fast. Aber gut, ich würde sagen, das erste Stück vor die Grenzweitler für euch zu Hause an die Geräte. Viel Spaß damit. Das ist ja Brainstorming. So darf man es heute bezeichnen.
bei 2007, genau. Glaube ich, hat es das noch nicht gegeben. Da habe ich einfach zusammengesessen bei einer halben und habe dann quasi spekuliert, genau. Was der beste Name war. Genau, so ist der Name Grenzweitler entstanden. Was habt ihr uns als nächstes für ein Stückchen mitgebracht? Als nächstes haben wir ein altbares Stückchen dabei. Ist auch, vielleicht kennt ihr einen oder anderen zu Hause an den, wie man mal sagen, vernetzten Endgeräten daheim. ein altbares Stückchen. Jetzt das Leid, heute gibt es eine Musik. Gott sei Dank, gibt's Musik. Weil gut, jetzt
Ja, natürlich. Wie kommt man jetzt zu so einem Blasinstrument, wenn man jetzt sagt, das mag ich jetzt lernen? Papa, Opa schon gespielt, oder? Nein, das war eigentlich, das weiß jetzt nicht, weil ich da draufgekommen bin, dass ich Blasinstrumente spielen wollte. Das war einfach so, ein spontan Musikverein ist gegründet worden bei uns. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, fangst du und dann musst du, was gibt es alles zum Lernen? Und dann habe ich mit dem Flügelhorn angefangen. Und dann habe ich die zwei noch kennengelernt. Haben wir beieinander gesessen und dann haben sie gesagt gehabt, ja Max, war schon schön, oder wenn du mitspielen möchtest und so, aber Flügelhorn können wir nicht brauchen, dann sage ich, was könntest du brauchen? Oh, Bariton oder Tenorhorn. Dann habe ich mir Tenorhorn gekauft und dann habe ich mitspielen dürfen. So bin ich zu dem Instrument gekommen. Schön, ja. So geht das, gell? Gott sei Dank. Und du, Ben? Ja, ich bin heute Nachmittag aus Ingolstadt angereist und werde heute auf Nachmittag anfahren. Ich bin eigentlich von meinem Hintergrund her, ich habe Tontechnik studiert. Und bin jetzt seit 8 Jahren in Ingolstadt tätig und darf mich da bei einer Firma mit in der Automobilbranche mit Zukunftstechnologien rund ums Fahrzeug beschäftigen. Was ein ganz toller und aufregender und abwechslungsreicher Job ist. Und natürlich nebenbei mit den Kassplattendrucker seit 2011 ungefähr 50 Mal im Jahr hinter Mischpult, noch so nebenbei und mit den Grenzweiler natürlich. Ja, das ist so meine musikalische Heimat. Ich muss noch was sagen, und zwar betrifft das jetzt die, das soll ich da von einem Mann ausrichten, der hat nämlich gesagt, wenn er ein Tontechniker ist, dann sollst du mal ein paar Anregungen holen, dass der Ton da mal stimmt. Das war nicht ganz verkehrt, da kommen wir sicher noch ins Gespräch heute. Und bevor wir jetzt ins Tongespräch kommen, würde ich sagen, spielen Sie noch ein Spiel, oder? Auf alle Fälle, oder? Einer geht noch in den ersten Runden. Haben wir noch ein schönes Stück mit dabei zum Singen, und zwar sozusagen die bayerische Nationalhymne für uns. Ein schöner Walzer. Wir sind vom Wald daheim. Thank you.
gefahren, gell? Weil die Lidl haben bei meinem ersten Kabarett bei der Skurioper haben das Musik aber als Einleitung gespielt. Mein Schön, danke. Okay. Unsere Grenzweitler, wir hören uns in der zweiten Runde natürlich nochmal. Dann dürfen wir uns dabei verabschieden. Und dann. Schön, dass du da warst. Ja, hervorragend. Und bleibst noch ein bisschen gerne. Genau. Und dann haben wir ein Experiment für euch vorbereitet. Vielmehr der Wolfi hat es vorbereitet, der Chef vom Experium. Zwischendrin, ich wundere, die gute Seele des Hauses, die Petra, die wird den Tisch wieder desinfizieren, sodass sie bei nichts die ein Problem muss hier sitzen kann. Musikantentreffen. Weil, ihr habt jetzt Klänge gehört, man kann natürlich Klänge mit den Ohren hören, aber man kann letztendlich auch Klänge nicht nur hören, sondern sogar fühlen und man kann sehen. Und das kann ich euch an der Wasserspringschale zeigen. Das ist wie so ein Globus. Viele kennen das, wenn ich zu Hause letztendlich am Weinglas, dann habe ich so ganz hohe Töne. Was ich hier habe, ist letztendlich, dass ich diesen Glockenguss zum Schwingen bringe und durch diese Schwingungen letztendlich dieses Ausbreiten von diesen Klängen aufs Wasser übertragen wird. Und so sehe ich letztendlich, wie sich Klänge auch, also ich kann sehen, wie sich Klänge ausbreiten. Und das erklärt auch vielen Musikern, warum es so, oder auch Sängern oft, dass das so überraschend ist, wenn man sich selber dann von gegenüber hört. Also wenn es irgendwo aufgenommen wird und ich höre dann plötzlich mich selber singen oder mich selber reden, dann hört sich das so komisch an. Ganz schick. Gell? Ganz schick. Weil die Übertragung nämlich über die Luft anders ist, wie letztendlich zum Beispiel über die Kieferknochen. Weil wenn es über die Kieferknochen, dann habe ich genau dieses tiefe Brummen, also vor allem die tiefen Töne, die höre ich natürlich. Wenn ich jetzt über die Stimmbänder zum Kieferknochen, dann höre ich mich selber deutlich tiefer. Wenn ich es dann her nach Aufnahmen höre, dann ist es natürlich über die Luftübertragung ganz, also deutlich anders. Und so, sagt man immer, schrecklich, wenn ich mich selber anhören muss. Und genau das zeigt man hier, dass man nicht nur Töne und Klänge letztendlich eben hören kann, sondern man kann es fühlen, weil es wirklich auf dem Brett, wir wissen es auch vom Bass, und man kann es letztendlich dann auch sehen, wie dieser Sinn letztendlich übertragen. Sehen, fühlen von Klängen ist sicherlich ein schönes Experiment, aber da sind wir eigentlich, dass man es hört. Also, dann darf ich wieder weitergehen, dass wir wieder Musik machen. Ich glaube, so eine Frage für meinen Wunderhorn. Ich glaube, der macht das ganz gerne, dass er vorher noch umeinander tun kann, vielleicht. Ja, unbedingt. Und wenn der vielleicht an der Stelle eine Mission im Experium kann man nicht eine Klangschale selber ausprobieren. Das heißt ja Mitmachmuseum, da kann man noch ganz viele andere Dinge ausprobieren. Stimmt. Ein Pythagoras sieht man zum Beispiel, ich wenn es damals schon gehabt hätte, das Experium war ja nicht so schlecht gewesen in der Mathematik, aber es ist ja trotzdem was man also, da nicht so abgedummer. Es wird schon werden. Gut, Dankeschön. Gerne. Danke. Und wir sehen uns später nochmal und wir freuen uns auf die nächste. Also, bitte Dank dabei. Servus. Servus. Ja, unser nächster Musikant und Gast, das ist ein Engelmacher, der zu Engelmacher gehört wie der Hirschenstor, obwohl er in der Gemeinde Schwarzach ist, das muss man auf fairerweise sagen. Der zu Engelmacher gehört wie der Möller, der zu Engelmacher gehört wie der Predigtstuhl und der überall, wo sich was rührt und wo er Musik gemacht wird, dabei ist. Das ist der Elmar. Elmar, schön, dass du da bist. Servus. Servus, grüß euch. Mein Elmar, die wenn ich sehe. Da muss ich aber hoch, weil du so ein freundlicher Mann bist. Ja, schon, das ist einfach mit dir schön zum Zusammenarbeiten, da wo wir da dieses weihnachtliche Singen gehabt haben. Das war super schön. Und du hast immer Aloha im Gesicht, also ich habe die noch nie grantig gesehen. Das ist richtig, das ist meine Art, dass ich eigentlich ganz selten grantig bin. Aber wenn ich grantig bin, dann gescheit. Okay. Aber nicht oft dafür. Gut, ich glaube, heute bist du gut aufgelegt, weil wir jetzt endlich wieder eine Musik machen darf, zumindest im virtuellen Rahmen. Allen neu hinzugekommenen, grüß euch, schön, dass ihr dabei seid. Freut uns, wenn sie immer wieder was rührt. Ein gutes Bier haben wir auch da und ihr habt es hoffentlich auch eins. Und Elmar hat euch eine gute Musik mitgebracht und die da sagen, Elmar, hau gleich rein in den Tasten.
Aber und weil wir jetzt schon so lange nicht mehr Busse spielen haben dürfen und können, ist das erste Lied instrumental ohne Gesang. Das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Okay? Mit einem Walzer bis über Stadas, allerdings so laut, damit es ihr der Mann auch alle Herz. Jetzt ja schon viele Jahre, man könnte in dem Fall sogar so viele Jahrzehnte, und wenn man ganz genau ist, dann liegt deine Wurzeln ein bisschen ein im Musikmacher mit deinem Opa. Wie lange ist jetzt das her, dass ihr wieder noch zu das Musikspielen angefangen habt, und was habt ihr aus der Zeit ganz besonders prägt? Also ich habe mit 6 Jahren Spielen angefangen, heute bin ich 48, man kann es selber ausrechnen. Was ich hast du 42, weiß ich, 42. Du bist der Religionslehrer. Also vor 42 Jahren angefangen. Und dann ist das relativ schnell, ganz steil bergauf gegangen mit dem Opa. Das ist noch gut 2 Jahre. Also ich war vielleicht 8 Jahre, da wo ich dann das erste Mal schon im Wirtshaus spielen haben müssen. Am Stammtisch. Da haben sie mich am Sessel drauf gebunden, weil da haben wir nie und die Rehm alles zu groß war für mich, weil da war ich ziemlich klein. Festbunden und dann ist das losgegangen da drin. Und da haben wir halt damals viele alte Lieder gespielt, die man so jetzt nicht mehr hört und sieht, eigentlich schade. Allerdings hat der Opa auch nur Musik gespielt, nicht gesungen. Das war ein bisschen ein Manko. Jetzt haben wir viele Lieder, die man spielen kann, aber keinen Text hat dazu. Hast vielleicht von deinen alten Lieder eins dabei, also ganz selten, das man trotzdem gerne hört, weil ich glaube, das mehr hat man daheim auch gerne wieder hören. Kennen Elmar gut, der kann sagen, die kann es uns gefallen. Viel Spaß. Und zwar habe ich als nächstes, was der eine oder andere weiß, ich bin mit dir auch öfters unterwegs. Und wenn wir dann vom Gesteinzelsinger die Nase voll haben, dann haben wir ab und zu ein Lied, das du wie mir singst. Ne? Es wollte ein Mann in seine Heimat reisen. Und da darfst du auch ein bisschen mitsingen, gell? Aber jetzt wird das haben wir aber nicht gehabt. Yeah.
Gott sei Dank zeige ich mir auf, dass man es auch sehen, dass das einmal passiert ist, dass du sprachlos bist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich meine, du bist da nicht immer auch allein unterwegs, schon auch, aber du hast da noch einen Partner dabei, manchmal nie, aber der eigentliche Partner ist ja ein ganz anderer. Mit wem bist du nur so unterwegs hauptsächlich? Genau, hauptsächlich bin ich mit dem Franzi schon seit über 10 Jahren jetzt mittlerweile schon unterwegs auf sämtliche Fesel rund um im Landkreis. Früher, als wir noch nicht verheiratet oder geheiratet waren, da haben wir auch noch weiter fünf von dürfen. Mittlerweile sind wir sesshaft geworden und treiben uns in der Gemeinde ein wenig rund um. Ja. Wie weit kommst du? Ja, früher habe ich auch mich Hölzer in die Minge gemacht. Auch nicht mehr so weit. Ja, immer, wenn du noch einen hast, dann heute so, packen wir noch einen. Weil das freut Leute sicher. Einen haben wir noch, und zwar, könnt ihr jetzt hier drin nicht sehen, aber zu eurer Rechten, das ist das Fenster da draußen, da war der Kirchenturm. Und über die Kirche gibt es ein Lied. Also, ist ein bisschen kultureller das Ganze. Herkunft von der Frau, Schöpfung, alles ist mit drin, als Gott der Herr die Erde hat erschaffen, ist der nächste Titel. Naturwissenschaften ist das Musikantentreffen, also heute lernen wir auch, wie der Herrgott die Erde erschaffen hat. Von Elmer. Schöne weite Welt hat er den Adam ganz allein hineingestellt. Die schöne, schöne weite Welt hat er den Adam ganz allein hineingestellt. Dem Adam aber wird die Zeit zu lange, es wird ihm um sein junges Herz so bange. Da rief er aus in seine Herzensnot, er war mit Leid. Genre, das ist eine Männerdomäne, das stimmt aber nicht.
Wir haben jetzt zwei ganz Prominente aus diesem Bereich da. Die sind nur nicht in dem Bereich aktiv, die sind ja, beim Bayerischen Walkau als Musikreferenten aktiv. Ingrid hat vorher gesagt, sie bügeln, so pflegen sie quasi die Volksmusik, sie bügeln die Volksmusik. Und es freut uns neidisch, dass ihr zwei Zeit genommen habt. Und wie gesagt, Frau als Verstärkung für Michaela. Ingrid, ich bin so froh, dass du jetzt da bist. Jetzt, was eher gesagt, war die einer gegangen. Okay? Und man darf vielleicht dazu sagen, die dürfen ein bisschen weiter bei uns sitzen. Ja, die dürfen ein bisschen weiter bei uns sitzen, weil die haben sich schon ja so getraut. Genau. Okay, und du bereist das auch nicht, dass du ja gesagt hast zu der Ingrid. Bis jetzt noch nicht. Diplomatisch. Sehr schön, gut erzogen. Sehr gut. Sehr gut, ja. Was habt ihr denn mitgebracht? Also, wir sprechen auf das mehr Polka. Das heißt der Polka von Bert. Der Bert ist mein Bruder, der spielt auch Akkordeon, aber Kupferakkordeon. Und dann hat er schon vor zig Jahren noch gespielt. Und ich konnte ihn recht gut, jetzt empfange ich den an. Der hat der Bert komponiert, oder? Ja, okay. Dann wünschen wir euch daheim und noch mehr Grüß Gott an alle, die wieder neu dazugekommen sind. Sehr wünschen wir euch noch mehr viel Spaß mit der Ingrid und mit dem Hermann. Zeigt. Ganz schön. Weil der Oberpfälzer sagt da, zeigt. Du, das ist für einen, im Dialekt ist das für so eine Sache, weil ich bin ja jetzt quasi von der Donau in den Bayerischen Wald. Also vorgerückt. Vorgerückt, genau. Also bin aufgestiegen, kann man sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es tun sich teilweise Verständigungsprobleme auf. Muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich werde es da rein. Das haben wir auch gehört, da haben wir noch gar nicht so lange zusammen. Dann sage ich zum Hermann, gehst Affe in Fletzbohn.
Dann hat er mir gesagt, wohin soll ich gehen? Dann sage ich, Affe in Fletzboden. Der Boden quasi im ersten Stock, gell? Der Flur im ersten Stock, das ist bei uns der Fletzboden. Da sagst du mit einem Wort, was du meinst, weißt du? Und dann so muss ich zum Hermann sagen, geh bitte in den Flur im ersten Stock. Aha, genau. Ja, weil das war so bei mir in der Familie, wo ich heiraten habe, Werfer war es ja auch so, dass sie irgendwie gesagt haben, Fersten. Fersten war das. Dann haben wir gedacht, ja, was tut denn mit dem Fersen, mein Zwei, weißt du, Fersen? Da war halt das letztes Jahr, gell? Oh, oder? Vierten. Ich weiß schon gar nicht, wie es heißt, das Rumpf. Mein Gott. Aber wenn wir schon so sind, wie wir sind, vielleicht könnt ihr auch noch einen spielen, dass der Hermann auch versteht. Hermann, spiel noch einen. Ja. Wir haben jetzt zwei Sänger. Und zwar, was das, wenn ich nur gerade wissen, wie das wohl war. Und zwar ist das so, dass auf der erste ältere Frau drankommt, dann noch mittlere Frau, und auf das kommt noch eine junge Frau dran. Und das gefällt der Ingrid auch, weil sie von der älteren Frau und von der mittleren Frau eigentlich nicht angesprochen fühlt. Ich muss berichten, jetzt weiß, in der letzten Strophe geht es um ein schönes Dirndl. Das ist dann altersneutral. Ach so. Ja, okay. Genau. Jetzt werden wir oft einmal sprechen, auch am Morgen oder so, wir sind bei uns das Lied wieder rein zum Singen, dann entschuldige mich. Ich nicht mich nach Dille vorher schon vor dem Publikum, weil es kann nur sein, dass da bei anderen Frauen drinnen sitzen können. Da sind wir die Tomaten und der feine Eier flüngernd, gell? Genau, auf dem Hirn. Aber es ist nicht so schlimm, wie es ausschaut. Also, wir sind gespannt. Ja, wir sind gespannt. Das ist ein Tanzmusik, hat 6 Leute
Und wie gesagt, da haben wir damals ein bisschen Fink gekriegt, das ist uns zuerkannt worden und war eine super Sache. Wir haben dann auch einen Fink eingestanden, im Bischofspreis gefeiert und haben uns recht gefreut drüber. Also das war eigentlich damals schon ein großer Höhepunkt für unser Tanzmusik, die wir da haben an den Bischofspreis. Genau. Ja, schön. Also da haben wir richtige Prominente, ja, weil die Auszeichnung, die musst du wirklich verdienen, also die kriegst du einfach so. Also das ist der Wanderpreis, da wo du einen Preis selber wieder zurückgibst, weil er dann die neue Gruppe gewinnt, aber die Freude bleibt bei einem. Also das, glaube ich, bleibt ein Leben lang, weil wenn man den Preis gewonnen hat, die Anerkennung und die Freude an dem Preis bleibt einem so. Ja. Achso, das muss ich dann, also jetzt hast du quasi extra einen Platz im Wohnzimmer schon gehabt, hast alles ausgeräumt und dann musst du dann wieder zurückgehen. Ja. Bis ich alles ausräumen. Jetzt müssen wir berichten, nicht ganz. Nee. Weil es wird da nicht der Gruppen, der Spichler Fink zugesprochen, schon auch indirekt. Aber in erster Linie kriegt er dann die Gemeinde. Und, genau. Und die Gemeinde steht dann aus in einem würdevollen Rahmen, also in der Gemeinde irgendwo steht ja die Trophäe dann oder der Pokal, wie man da sagt, dazu, genau. Und ja, der darf dann ein Jahr stehen und dann kommt wieder der Bürgermeister wieder und gibt den offiziell wieder zurück, wenn der Fink wieder ausgeräumt wird, ein Jahr später. Und dann, wenn er Gewinner wieder ist, der nächste Gewinner, kriegt die Gemeinde, wo die Gruppe wieder her ist. Also, die Geschichte auch, ja, in der Heimatgemeinde. Hintergrundinformation, ja, super. War mir auch so nicht klar. Also, man lernt beim naturwissenschaftlichsten Musikantentreffen Bayerns tatsächlich viel auch aus dem volksmusikalischen Bereich. Und wieder so, einer geht noch, bevor wir wieder wechseln und dann dürfen wir es gleich anfangen, oder? Ich habe hier schon. Ja, also, wir spielen jetzt noch den Waltz auf die Eva oder? Eva, ich liebe dich. Eva, ich liebe dich, da kommt Ingrid vielleicht noch ein bisschen. Machen wir dann noch, gell? Das machen wir dann noch. Genau. Noch her. Thank you.
Ansonsten wolltest du uns eine ganz kurze Geschichte genau, erzählen. Und genau. Die Stickel heißt Eva, ich liebe dich. Und ja, jetzt heiße ich Ingrid, gell? Blöde Geschichte. Die Eva ist auch keine Verflossene vom Hermann, sondern das ist ein So-Bin. Der Hermann hat das Stickel selber komponiert und das ist noch ohne Namen gewesen. Und dann haben wir zum Stolber eingefahren, gell? Der hat damals, Stolber Heinz, genau, ist auch ein Musikant, hat damals selber Wirtshäusl gehabt, da haben wir uns recht gerne aufgehalten, gell? Und er wollte dann das Stickel vorspielen, weil es ein bisschen stolberisch klingt, in dem Stil, wie er sich selber auch komponieren, gell? Ja, und dann fahren wir da rein und erzählt ihm die Geschichte und sagt, ich spiele jetzt das Stickel vor. Und sitzen wir bei einem Stammtisch dort und dann ist da so ein Stammtischbruder gesetzt, der hat schon ein wenig für Umsatz gesorgt, gell? Flüssigumsatz. Und dann, wie der Hermann spielen anfängt, stört er die ganze Zeit, gell? Schreit immer, ey Blondi, wie heißt denn du? Die ganze Zeit quatscht er immer auf mich, gell? Und ich habe ihn nicht beruhigen können, gell? Bis ich um mich geschrien habe, geh noch Pfeffer anhäuse, gell? Und dann haben wir sie auf am Stammtisch und tut immer zu mir, Eva, ich liebe dich! Schreit er im Stammtisch drüber, während der Hermann das Stickel spielt. Dann sagt der Heinz in seiner Ruhe, gell, in seiner weitlerischen Ruhe, wo sucht denn noch lange einen Namen, nennst du Stickel Eva, ich liebe dich. Na gut. Das ist eine schöne Anekdote. Das gibt Rubel Kinder da. Genau. So, trinken wir nochmal. Prost. Es war also die Eva und der Hermann. Spaß beiseite. Ingrid und der Hermann. Danke, dass ihr Zeit gemacht habt an diesem Abend, dass ihr mit uns gestaltet. Gerne. Danke auch für die erste Runde. Wir sehen uns ja nochmal und da freuen wir uns jetzt schon. Ja. Und dann wollen wir wieder. Genau, passen. Sauber. Nimm mich mit, passen. Da ist gut aufkommen. Jawohl. Also, viel Dank. Servus, bitte. Bis dann. Sollten wir das sauber desinfizieren, ja? Ja, wir müssen natürlich auch desinfizieren. Ja, schon. Ich kehre vielleicht auch öfters einmal. Du musst umrücken, sagt Uschi. Das ist live. Und dabei, es ist auch live. Ab der Reihe kommt unser nächster Gast und Freund da hinten ins Kamera. Genau. Der Matthias, geh rein zu uns. Schön, dass du da bist. Dir wird nicht der Kopf waschen, brauchst du nichts länger. Ja, Matthias, wo kommst du jetzt her? Weil das wissen vielleicht manche nicht oder der ein oder andere nicht, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen zu dir? Ja, ich bin daheim in der Nacht von Gschwend, wie das kennt. Aschau, Penker kennt normalerweise jeder. Mei, oder Penker? Die heilige Jugend. Ja, aber du spielst jetzt nichts, was den Penker gehört hast. Nein, das brennt uns gut. Ja, gut. Dann darf ich sagen, hau ich rein in die Tasten, oder? Ja, mich freut es narrisch, dass ich auch dabei sein darf. Wie man denkt, als erstes Lied spiele ich ein Weitler Lied. Ein Weitler Herz, das schlagt in meiner Brust. Super. Mir ein Rot vom Wein.
Ja, das beschreibt also ein bisschen, glaube ich, das Gefühl, was man in den letzten Wochen gehabt hat, als man viel daheim war und nicht so weit viel Kind hat. Da wird einem erst einmal wieder bewusst, wie schön wir es eigentlich haben bei uns daheim. Und da passt das Lied jetzt ganz gut, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, schön, dass du dabei bist. Matthias, wie bist du sonst aktiv beim Musikspielen? Wir zwar haben uns ja schon öfter treffen, aber für welche Anlässe kann man die brauchen zum Musikspielen? Ja, ich bin eigentlich musikmäßig recht vielseitig unterwegs. Ich spiele eigentlich ganz viel allein, also allein unterhalten, Geburtstag feiern, Feuerwehrfestel, lauter so Sachen. Als zweites mit Mura Floh zum Beispiel spiele ich öfter zusammen. Oder als drittes, wenn der Bedarf da ist. Und auch gerne mal auf ein Musikantentreffen einfach mal wild zusammengespielt. Wenn 4, 5 Musikanten beieinander sind, die was ich kennen, was gibt es denn Schönes, wenn man miteinander Musik machen kann und gut drauf sein kann. Ganz gut. Und alles auswendig? Ja, schon. Respekt. Wie lange braucht man jetzt da, bis man jetzt da so ein Lidl, weil Text kann, also ich als Kabarettistin, gut, Text kann man jetzt einigermaßen wirken, aber dann noch dazu die ganzen Noten, dann muss dann passen, wenn ich, ist das dann links, oder? Wenn ich mich richtig erinnere aus meiner aktuellen Zeit, dann muss ja alles quasi Ding, und das ist dann schon schwierig, oder? Also, ja, aber das lernt man. Das lernt man. Wenn man es so nochmal jetzt manchmal nach oben gespielt hat, dann geht das schon. Irgendwann. Zum Teil gibt es alte Lieder, sagen wir, da was gar keine Noten gibt. Da was es einfach rein nach dem Gehör nachspielst, sagen wir, das ist dann schon das Interessantere an der ganzen Geschichte. Respekt! Jetzt hätte ich nur eine Frage, wenn du sagst, du bist da oft allein unterwegs, was war jetzt die schönste Geschichte, die du da mal erlebt hast? Weil du kannst wahrscheinlich Bücher schreiben bei dem, was du da mitmachst, wenn du so allein unterwegs bist, aber was war das Schönste oder das Lustigste für dich, was da passiert ist in der Zeit, wo du jetzt unterwegs bist als Musikant? Das Lustigste war eigentlich immer ein Jungsabschied in Pullman City. Da war ich allein unten. Und am Morgen in der Früh sagt der andere in seinem Vollrausch, sagt er, jetzt gehst du in den Holstein quetschen, jetzt spielen wir dann auf. Also ich, Pullman City, Westernstadt, da können wir noch nicht mit der quetschen Volksmusik und so spielen. Sag ich, da ist Country, da können wir nicht mit der Volksmusik herkommen. Wenn du es nicht willst, hat er gesagt, dann hol ich sie. Dann fahren wir an der quetschen jetzt und dann sagt er, jetzt helft es nicht, jetzt musst du dann auch spielen, gell? Dann haben wir da am in der Früh in der Westernstadt Pullman City drin, mit der quetschen dann aufgespielt. Und bis wir geschaut haben, ist ganz Pullman City um uns herum gestanden. Und das war eigentlich schon ein super, Erlebnis, wenn du dann siehst, dass der Security-Mann an der herkommt und will dann die ganze Sache beenden, ne? Und dann sagt der DJ, spiel noch weiter, den bringe ich schon so weit. Ja gut, DJ haben wir Gott sei Dank gehabt. Nein, bei uns ist alles live. Und wir bringen wir die hoffentlich auch wieder so weit, dass du uns gleich noch mehr spielst. Ja, weil du gesagt hast, von der Heimat, von der Heim, das ist mein nächstes Lied, der Heim, das ist der Heim. Thank you.
ein alter Hit vom Laubtal-Duo. Nein, jetzt habt ihr es nicht, Zillertaler Schiff. Ich wollte nicht essen. Ich habe es auf dich. Ich kann es schon sagen. Ich kann es verzeihen, ja. Das sind so gemerkt. Also, es waren Zillertaler Schützenjäger. Ja, Matthias, hast du uns noch einen von den Zillertaler mitgebracht oder geht es noch in eine ganz andere Richtung? Weil du bist da, das weiß ich auch, neidisch vielseitig. Ja, als nächstes hätte ich auch gespielt für alle Jäger, die wir zuhören. Mei, da wird sich mein Mund frei. Ich bin selber ein Jäger. Ah, du bist auch. Darum spielen wir. Das war noch kein so alter nicht, aber. Ich würde sagen, der alte Jäger ist eigentlich ein Lied, weil jeder kennt und jeder eigentlich geht den Bock. Aus Pullman City auf Lager. Da fällt der Quiz noch was ein jetzt in der Pause. Vielleicht erlebst du da draußen auch noch was. Man weiß es ja nicht. Also, danke dir dabei. Bis später. Bis später. So, und jetzt freut sich natürlich der Andy, weil jetzt kriege ich wieder männliche Verstärkung. Ja, weißt ja, du mir so unterlegen bist. Bis jetzt ist gerade einer. Da ist aber einer Lehrer, der braucht vielleicht. Ah, da ist wieder einer Lehrer, der braucht länger. Der braucht länger. Ist das der Lehrer? Ja, das ist der. So, dann sie. Servus. Grüß dich. So. Unterrichtst du auch Religion? Nein, Religion habe ich nicht. Naturwissenschaft. Noch nie.
So. Ja, wir haben jetzt vier Jungs. Mittlerweile kommen wir ja so gestandene Männer, aber wir sind ja irgendwie nur Jungs und sehr gute Freunde aus dem wunderschönen Landkreis Regen. Der Landkreis Straubing-Bogen ist nicht an der Stelle so, ist natürlich genauso schön, mindestens genauso schön, aber schön ist auch der Land. Du weißt aber schon, dass jetzt in meiner plus zwei Herzen schon warst du zuerst Landkreis Straubing-Bogen und jetzt Landkreis Regen. Also, wir sagen ich immer, bin für alle. Jeder sagt immer, sein Landkreis ist der schönste Landkreis, aber bei uns stimmt's. Und insofern ist es bei euch mindestens genauso schön und uns freut es, dass ihr da seid. Ihr habt so früher einen ganz verzwickten Namen gehabt, seht wie und er und seht wie und ihr. Und heute sagt es einfach vielleicht damit kurz irgendeine Vornamen, damit es auch jeder weiß, wie es ist genau seid. Ja, also ich bin der Michi, gell? Ich bin der Alex. Ich bin der Andal. Ich bin der Hirs. Ja, ich tue jetzt sagen, das waren klare Worte und da braucht man nicht mehr sagen. Haut's rein! So, wo man euch wiedersehen kann. Ja, genau, also ganz, ganz einfach. Früher haben wir, ja, wie der Andi schon gesagt hat, waren wir genau in dieser Formation unterwegs, auf Hochzeiten, in Bierzelten, auf Geburtstagsfeiern im Röthofen uns gesehen. Jetzt haben sie unsere Wege ja, getrennt, bis auf so, ja, so schöne wirkliche Anlässe, da sind wir natürlich immer wieder gern beieinander. Und jeder ist noch selber wenigstens unterwegs, der Hirs ist unterwegs bei den Steckdosenlosen. Ja, dürfen wir natürlich schöne Grüße ausrichten, vielleicht
schaut der eine oder andere zu. Der Michi und ich. Ist der Homepage, die Steckdosenlosen? Wir haben aber keine Homepage. Die Steckdosen sind ja alle Steckdosen. Und ich traue noch wegen die Chambrolade bei einer. Der Michi und ich sind wir momentan bei Kulinu unterwegs. Auch an den Späßeln habe ich deren miteinander und der andere ist noch. Ich bin momentan unterwegs als Glowschneider. Genau so ist es. www.glowschneider.de. So, jetzt darf ich sagen, spielen wir dann auf, da haben wir einen schönen Walzer drauf, einen schönen wirklichen Stück fürs Herz. Das Stück heißt Meine Kindheit. Mit der Zeit war ja für viele nicht einfach, wenn du das so daheim bist, dessen reingekommen. Wie habt ihr das erlebt? Ja. Ich bin jetzt nicht so früh gefahren zum Klauschneiden. Die Klauschneider, die waren jetzt zum Schneiden da haben wir deren gekommen. Aber da habe ich auch nichts gefallen. Da warst du Sicherheitsabstand und alles passt. Also, ne? Also ich muss sagen, ich war so oft daheim, weil ich vorher noch nie daheim war. Das sind wir noch wir Musikanten nicht gewöhnt, dass wir das ganze Wochenende daheim haben und unter der Woche auch so viel daheim haben. Ich habe meine Frau so viel gesehen, weil ich es vorher noch nie gesehen habe und habe wirklich festgestellt, die ist überhaupt nicht zuwider. Ja, ich habe jetzt einen Rahmen halt. Du hast ja auch vierten geheiratet, da war ich auch dabei. Ja. Also super, hat es halt wirklich schön was.
Und dann war es der erste Stresstest. Genau, das ist der Stresstest Corona. Läuft noch alles? Alles super, wunderbar. Ich möchte auch grüßen, ob du das zuschaut. Ja, das hoffe ich auch. Nein, natürlich schön, wenn unsere Frauen selbstverständlich zuschauen. Mich, wie ist es dir gegangen? Ja, also mich hat es ziemlich direkt erwischt. Also so Mitte März bin ich quasi gleich als erster Kandidat in Quarantäne gekommen, weil von mir im Arbeitsklima quasi einer dabei war, der wo es den Coronavirus gehabt hat und ich als ein direkter Vorgesetzter mit ihm länger als 15 Minuten zum Tag gehabt und war somit zwei Wochen in Quarantäne. Oder auch gerade heute außerdem. Aber ich muss sagen, das Wetter war nicht schlecht und ich habe noch einmal gar nicht nach vorne gehört und das hat gut gepasst. Ich wollte jetzt gerade sagen, was da war, wo ist die Frau von ihr nicht? Oder also, beziehungsweise, was hat deine Frau alles für Aufgaben für die gehabt? Also, ich habe meine Aufgaben schon selber gehabt, die muss ich noch aufgeben. Meiner Frau war sicher nicht bei ihr eingefallen, aber ich habe für meine kleine Magdalena, die was gewiss auch vielleicht noch zuschaut, ja, jetzt ist schon ein bisschen spät, vielleicht schaut sie es morgen noch. Und dann einen kleinen Spielturm baut und ja, hätte ich vielleicht Ötzias baut unter der Woche oder vielleicht im Herbst oder gar nicht oder vielleicht nächste Saison so gut wie sie das haben wir und von dem her war es für mich gar nicht so schlecht. Aber du sagst auch, also man soll das nicht alles so auf die leichte Schulter nehmen, sondern schon mit Bedacht, ja, und dann wird es auf alle Fälle. Ja, Jens, was hast du drin? Ja, ich habe auch einen Haufen Weiderbrot daheim und das war nicht nur deswegen, weil ich einfach nicht so viel Musik gespielt habe, sondern für mich war es halt einfach auch der Riesenvorteil, weil sie den Alex, seine Frau, nicht mehr so oft geredet hat bei mir. Das war halt für mich ein Ausdruck. Ich hab da irgendwo meine Ruhe geholt und hab deswegen einfach viel weiterverloren. Also, ja. Ja, gut. Ja. Wenn das so ist, dann darf ich sagen, wir sollen noch weiter, dann kann ich jetzt Spitzung machen. Da sah ich ein Mädchen mit traurigen Augen, sie blickte einsam zu den Sternen. Komm, lass deine Tränen, Schutz der Schönen, so sagt die Mutter zu mir weiter. Wenn du heute bei mir bleibst, dann geht morgen früh schon für dich und mich die Sonne scheinen. Es ist nie zu spät, das Glück kommt durch.
jetzt gesagt, ihr seid jetzt die erste Gruppe, die ausnahmsweise ein viertes Lied spielen darf, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, deshalb muss es ein kurzes, viertes Lied sein. Wir haben beschlossen, die bayerische Nationalhymne. Prositek. Genau. Ja, danach haben wir zusammen geschmerzt, wir haben ein wenig lauter Abstand, nee, aber das haben wir gleich gesagt jetzt. Ja, genau. Vielleicht an alle Gäste, wir dürfen das in Astur spielen, also vielleicht alles klatschen. Meinst du, das in Astur drinnen? In Astur bitte drinnen, gell? Also es geht jetzt los. So, kurzer Trinkspruch. Benedictum, Benedactum in Afrika, Lafni, Vanatrum. Bei uns, da tragen sie Kleider. Leider. Und oftmals ist es auch gescheiter. Ja. Ja, Prost. Also, Prost. 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 Ich bin allein. Ja, meine Herren, das war's für die erste Runde. Wir sagen danke bei euch. Es war uns ein Fest. Schön, dass du da warst. Zurück zum Maskenball. Genau. So. Wir haben es jetzt letztes Mal gesagt, mit der Masken ins Wirtshaus und ich jetzt noch nicht das so, gehört dazu. Unser Petra, die gute Seele des Imperiums, die wird nochmal sauber desinfizieren. Und dann kann ich euch schon sagen, dass wir wieder einen Freund haben, der gar nicht so weit weg von da ist, obwohl er kein Eingeborener nicht ist, aber er ist gefühlt auch einer von uns. Er ist immer da, er kommt aus der wunderschönen Nachbargemeinde Kolburg. Er ist wirklich bekannt aus Funk, aus Fernsehen, er ist Sommerhitkönig. Er kennt wirklich die Großen alle. Und ich freue mich, dass er heute da ist, der Andreas Hastreiter. Servus, Andi, grüß dich. Servus, grüß dich. Freut mich, dass du da sein darf. Dass du jetzt Zeit nehmen hast, geht das so einfach, wenn wir daheim, weil was ich weiß, hast du einen Hof daheim, oder? Genau. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also ich habe eine Landwirtschaft daheim. Ist natürlich immer ein bisschen Organisation notwendig, dass ich weil ich habe, muss ich spielen, aber ich sage immer, für die wichtigen Sachen muss man sich Zeit nehmen und muss ich spielen gehört auf jeden Fall zu den wichtigen Sachen. Gerade jetzt, wo wir ja so lange nicht dürft, haben wir jetzt, das war heute schon wieder direkt erleichtert, wenn man wieder in die Lederhosen einschlüpfen darf und wenn man wieder sagt, okay, jetzt fahre ich zum Musikband. Wie ich daheim vorgefahren bin, ist meine Schwester gerade in der Stunde drin gewesen, die hat gesagt, das tut direkt gut, dass man die einmal wieder mit der Lederhosen sieht. Ja, das können wir nur bestätigen, glaube ich. Ja, schon. Also er macht jetzt ein recht schönes Foto mit seiner Lederhosen. Also schon schön zum Anschauen. Dankeschön. Bitte. Das musst du bringen. Aber bevor es ihr weiterführt, glaube ich, haben wir ja ein Musikantentreffen online. Und wenn natürlich ein wunderschöner Andreas Hastreiter zum Anschauen da ist, möchten sie auch viele Leute auch hören. Und darum würde ich sagen, Andi, hau rein, wir freuen uns. Es bringt sowas Eigenes ins Leben, sei mir nein.
so laut aber sein. Es bringt sowas ein, es ist lieb sein hinein. Ein bisserl zum Herzklopfen soll dabei sein. Ich komm heute noch auf ein Bussel zu dir. Bussel zu dir, Bussel zu mir. Ich komm durch das Fenster und nicht durch die Tür. Das lieber Schatz, glaube ich mir. Was du, das ist ja sensationell. Kommen Sie das antrainieren oder? Das ist ja natürlich ein bisschen eine Übungssache. Erklären das noch nicht, warum mir gefallen, sage ich mal. Nein, es ist, wie wir wissen, also Übungssache, man kann alles lernen, sage ich mal. Musst du nicht so, weil der wird schon sagen, du bist ein Profi, sagen wir es mal. Ja, was heißt Profi? Ich gebe mein Bestes. Ja, aber so ein Profi wie du jetzt, war jetzt der dann noch so ein Mentor oder so ein Musiklehrer, der wo dann sagt, du so musst du das spielen oder so musst du das spielen? Weil bei mir im Kabarett ist es jetzt so, mein Regisseur sagt dann schon, so nicht geil. Also, ich meine, es ist direkt ein Musiklehrer, sage ich jetzt einmal, in dem Sinne nimmer? Also habe ich gehabt, ja, lange Zeit. In dem Sinne nicht mehr, aber ich sage mal, das übernehmen dabei ja, also befreundete Musiker oder sowas, wenn man jetzt irgendwas spielt, was man vielleicht auch selber dann gerade nicht so hört oder was man einfach vielleicht auch gewöhnt, einfach wenn man es immer so hört. Also oder selber macht. Blind wirst oder betrübst, ja, genau, höre genau. Ich quasi bei ja. Dir jetzt. Und man, das ist oft einmal, dass dann auch so, okay, normal oder so gehört es normal, also da, das kriegt man dann schon mit, sage ich mal. Aber das ist nicht halt immer so der Lehrer. Effekt, sondern einfach nur so befreundet oder irgendwelche bekannte Späßeln. Das ist ein gutes Stichwort, weil du sagst befreundete Musiker. Ich habe nämlich gerade aus der Regie einen Hinweis gekriegt, wir haben wieder eine befreundete Gruppe, die zuschaut. Heute ist es ein wirklicher Musikantentreffen, da schauen wir noch so viel zu. Ruth 234, Ruth 1234 aus der wunderschönen Stadt Fürth im Wald in der Oberpfalz. Die schauen auch zu. Schön, dass ihr da seid. Freue mich schon wieder, wenn wir uns sehen. Du hast das gerade und ich darf sagen, du lässt es auch gleich wieder gerade, oder? War noch wieder Weihnachten? War noch mal Weihnachten gespielt. Schöne Walzermelodie, speziell für alle Christinos, wenn ihr zuschauen. Also alle Christinos, das ja. Sind ganz besonders. Also ich hoffe, ihr braucht heute nicht mehr weinen, weil so heißt es. Warum meinst du kleine Christina? So be. Warum weinst du?
jetzt müssen wir wieder ein paar Grüße ausrichten. Also, du hast es tatsächlich geschafft. Eine Christina ist am Schirm. Ja, schaut zu. Ja. Ja, Christina, ganz liebe Grüße. Das Lied war jetzt extra nur für dich. Ich hoffe aber, du musst nicht weinen, gell? Wir hoffen. Weißt du, so redet man mit einer Frau. Kannst du dir da bitte ein Beispiel nehmen? Macht sie ja nicht so gut, oder? Ah, ja. Oh, ich sag das. Also, ganz schlimm. Ja, können wir jetzt auch. Wir haben übrigens auch, und jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen umschwingen, wir haben internationale Gäste bei uns. Und die wollen wir an dieser Stelle grüßen. Wir haben Zuschauer aus dem Zillertal. Man glaubt es kaum, wir haben Zuschauer aus dem Zillertal. Gewaltig. Nein. Es ist Berwick, Meinberg. Und wir haben auch Zuschauer aus Branden im Landkreis Regen, oder? Habe ich das richtig vernommen? Wunderbar. Also eigentlich so ist da was. Brandtal oder habe ich eine Verwandtschaft? Der Brandtal. In Langdorf, das sind da meine Cousins, Tonhofbund, die sind auch Musiker. Ja, vielleicht sind die auch online, man weiß es nicht. Aber die Verwandten haben dabei ganz schlimm als Kritiker. Ich sehe es an meiner Familie. Du, das ist ganz, ganz. Oh. Und ich meine, es auch gerade gut. Ja, weil der du? Der Mogen, wenn die auf der Bühne sieht, dann wird es über Dinge, die Grenzen, die verschwimmen, fließen. Du weißt ja gar nicht, wie lieb und anhänglich ich daheim bin. Ja, das mir hätte ich mal sehen. Aber das ist eine andere Baustelle. Ja. Hast du noch einen? Einen haben wir Weihnachten gespielt, oder? Also, ich würde sagen, einen packen wir noch. Halle. Ich würde sagen, Melodie, die mit Sicherheit jeder kennt. Und zwar eine Melodie von einer ganz besonderen Dame, Tür an Tür mit Alice. Ein Freund rief an mit leisem Ton, sagte er, du weißt wohl schon, von Alice. Und ich eilte zum Fenster und schaute hinaus, mein Hügelwagen stand vor dem Haus, und ich glaubte, dass ich nicht richtig sah, denn auch es war da. Genau. Den nehmen wir aber ich alle zwei, weil
Ich kann total romantisch sein. Tja, eigentlich. Und wir einer noch zu Hause, gell? Eigentlich kannst du schon brav sein. Aber der war nicht so brav. Ganz ehrlich, ehrlich gesagt, ich krieg's so. Also, ich möchte es nur kurz aufklären. Ihr kommt aus der Gemeinde Kohlenburg und da sagt man zum Wassergrund Ausch. Und wer soll bitte romantisch sein, wenn er zum Wassergrund Ausch sagt? Das stelle ich mir riesig vor. Aber, okay. Machen wir es so, ich gebe die mir auch her, also schweren Herzens, aber dann stellen wir es zum Verlosen. Oder? Okay, ja. Natürlich. Klar. Regie gibt da okay, machen wir verlosen. Super. Also ihr Lieben, wie das genau abläuft, das soll sich jetzt dann da meine Mann überlegen, weil für die sind einer von der Organisation zuständig. Ich kann gerade sagen, wir verlosen wir die. Ganz gut. Du hast doch eigentlich überlegt, sag ich mal. Genau, also du hast Zeit und ich habe Zeit zum Überlegen, wenn es das heute mit da ist. Jetzt sind wir noch, weil es gesagt ist, vor den Monaten, vor den Frauen, jetzt nehmen wir noch kurz eine Witzzeichnung. Darf ich dir noch erzählen oder sprengt das in den Rahmen? Es geht gerade noch. Es geht gerade noch. Ein ganz kurzer Witz. Und zwar, da war mir ein kleiner Bruder, der kleine Axel, ist von der Schule gekommen und ist zu seinem Vater gegangen, zum Papa. Und ich gesagt, du Papa, ich hätte eine Frage. Da hat der Papa gesagt, was ist denn los? Von wem standen der Mensch ab? Da hat der Papa gesagt, ganz klar, von Adam und Eva. Die hat der Herrgott damals in den Weg gesetzt und so ist das alles, hat das seinen Gang genommen und ist so, von denen stand der Mensch ab. Ja, der Bruder hat gesagt, jetzt ist er zu der Mama gerannt und hat gesagt, Mama, ich mache dir was fragen. Von wem standen der Mensch ab? Hat Mama gesagt, ganz klar, von den Affen. Die Affen waren da und das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende so entwickelt, dass der Mensch entstanden ist. Jetzt hat sich der Maxl natürlich nicht mehr auskennt. Gell? Hat er gesagt, ja, jetzt ist er zum Papa hingerannt. Hat er gesagt, du Papa, ich glaube, du hast mir recht einen Schmarrn verzeiht. Du hast zu mir gesagt, dass der Mensch von Adam und Eva abstammt, aber Mama hat gesagt, dass der Mensch vom Affen abstammt. Hat der Papa gesagt, das ist ihre Seite von der Verwandtschaft. Betrifft natürlich nur die, die ein Meter dabei sind, also alle Anwesenden ausgenommen und alle die Zuschauer. Ist einmal eine schöne Geschichte zum Weitererzählen. Also, wir freuen uns auf dich im zweiten Durchgang. Danke, dass du dabei bist. Hey. Ja, super, mich freut es narrisch. Schön, dass ich dabei sein darf. Und bis zum zweiten Teil. Bis zum zweiten Teil, aber dabei wissen wir, wie geht es dir mehr. Genau. Und ich muss meine Masken wieder aufhören. Ja, jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt haben wir einen Haufen zu grüßen. Fangen wir von links nach rechts, einen du, einen ich und dann machen wir unten weiter. Ich darf anfangen mit den Brüllergeister, die dabei sind. Liebe Brüllergeister, servus, grüß euch. Petra hat wieder desinfiziert in der Zwischenzeit. Danke. Ich darf die weiß-blauen Königstreuen grüßen. Servus, grüßt euch. Die stammen da ursprünglich auch aus der Oberpfalz, haben aber seit vielen Jahren eine Filialeinrichtung in St. Hengemar. Der Josef ist der Kapellmeister, der Josef Junior. Josef, schön, dass ihr dabei seid. Dann ein ganz lieber Freund, als Holzertoner, den muss ich selber noch begrüßen. Das ist der Tom Swing, der errichtet auch immer viele Veranstaltungen und ist ein Moderator beim Avogad Radio. Also der ist in dem Bereich sehr aktiv. Servus Tom und? Und Frau Enau, ich darf ganz herzlich Frau Enau grüßen. Gut, schön, dass ihr dabei habt. Und schon ist die nächste Gruppe da schon, ja? Servus. Hi. Genau, fällt mir an den zwei, was auf mich will, da schau ich ganz genau hin. Sagen wir es mal so, die haben einen kleinen Leiber, schaut um einiges besser aus wie du. Gut, noch genauer brauchen wir es. Ausgespannt. Ja, wir wissen dann unter Heinzi, muss man vielleicht dazu sagen, die sind im Duo unterwegs, sind aber auch bei vielen anderen Projekten mit dabei. Kassplattenrocker, Gründungsmitglieder, also die haben das vor fast 21 Jahren mit ins Leben gerufen mit unserem Regisseur, dem Konrad, den wir an dieser Stelle auch mit Dankeschön sagen dürfen, glaube ich. Danke, Konrad. Und ihr lasst es euch natürlich als Engelmacher nicht immer das selbe mit am Start setzen und da ist um. Bin ich frei? Gut. Ihr jetzt von uns ein schönes Schwitzhaus, wir sind die Schwitzer vom Landl. 1, 2, 3, 2. Wir sind die Schwitzer vom Landl. Salz und ein Zucker und Schwanz mit wieder zerring. Wir schwitzen das Salz und ein Zucker und Schwanz mit wieder zerring.
im wunderschönen St. Ingelmann, bevor ich mich wieder was fragt, weil ich drücke so schon direkt das Merke, haben wir noch ein paar Grüße auszurichten. Und zwar grüßen wir das Rote Kreuz in Roding, das Rote Kreuz in Lützendorf und natürlich auch unsere Kollegen aus Furt im Wald. Der Franz vor die Zwirten mit seinen Zwirten schaut ja, also. Servus Franz. Also heute sind sie alle dabei. Schön, dass du zuschaut. Ja, Michaela, du willst was wissen. Ja, ich würde was wissen. Du bist jetzt, wenn ihr diese Saison geht, du bist wahrscheinlich jünger wie er, oder? Ja, richtig. Ah, haben wir schon gedacht. Haben wir schon gedacht, weil, weißt du, bei ihm haben sie noch probt und bei dir haben sie es gescheit gemacht. Weil ich bin ein Einzelkind, bei mir haben sie es gleich beim ersten Mal gescheit gemacht, weißt du schon. Ja. Sag ja. Meine Mama alle dabei. Ja. Ja, das ist einfach so. Ich will jetzt da nicht diskriminieren oder so. Wie geht's leider so? Also bei dir weiß ich jetzt, dass du noch was quasi. Großfamilie? Ja, bei mir waren sie ein wenig fleißiger. Ach so. Ja, bei mir sind wir zu viertes. Ah, ihr seid zu viertes. Da war ich dann viel mehr cool geworden, nicht? Ja, 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 mehr oder weniger schon. Einer ist wieder ein wenig lang zu, dort war ich noch. Ah, ja, das schon. Das kannst du eigentlich schon tun, Mann. Ja, es ist nicht, es ist kein Woodstock-Festival, es ist ein Musikantreffen. War aber irgendeine Entscheidung, das ist ganz klar. Ja, aber das Ding ist aber sauber Campi-Dätze. Ja, schon. Ja. Absolut. Okay. Ja, aber das ist jetzt fest aufgesteckt, komplett. Du hast nur eine Stunde in der Maske. Ja, das ist eine Hochsteckfrisur. Bei der Will Susi vielleicht sollte man von der Haarschneiderei auch ganz schnell was sagen. Die Frisur macht halt ein bisschen. Ja, ja aber ist es nicht, aber lass uns einfach hier reden. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hab's noch einen. Ja, wir hätten noch einen, und zwar, haben wir heute schon Zwiebeln gehabt? Nein, leider noch nicht. Zeit, oder? Also wir haben noch ein schönes Stück, das ist eigentlich das Susel, aber mit einem anderen Text vom Bayerisch-Diatonischen Jodelwahnsinn. Es handelt von einem bekannten Fastfood-Restaurant, und da singen wir jetzt das Lied drüber. Eins meiner Lieblingslieder, schön. Ehrlich? Ja, wirklich. Das sagt sie jetzt mal. Ja, das hat sie vor 14 Mal gesagt. Nein, stimmt mal nicht. Nein, stimmt wirklich nicht. Was denn so? Also, warte mal. Wird's mir im Mund drin geworden, sitzen gleich zusammen.
sei Dank sind wir im Bayerischen Wald, die sind wie viel sehr gute Wirtshäuser. Gott sei Dank, ja. Dann muss man das nicht. Und dann bringen wir mit uns. Gehört auch mich eingehört. Nur ab und zu, das ist klar. Ja, wie ist es jetzt euch gegangen, so ohne Musi? Ich weiß ja, dass ihr auch so viel mit Musi kommt, seid so ganz ohne Musi. Wie ist das für euch gewesen? Super, weil wir bauen quasi beide gerade Haus. Von daher, jetzt habe ich einen Vorsitz verschmerzbar. Bis jetzt zumindest. Fast wie ein Klick im Unglück, das war jetzt schon stärker. Aber sagen wir mal hinsichtlich Sommer, der jetzt eigentlich in den Startlöchern jetzt steht, da kriegt man es dann wahrscheinlich erst mal zum Spielen, wenn man dann mehr und mehr immer daheim ist. Also jetzt hätten wir eh noch nicht so viel gespielt, aber jetzt gibt es eigentlich erst die Zeit, wo man dann eigentlich normalerweise Freitag, Samstag und so unter der Woche immer wieder mal unterwegs ist. Ja, da kommt es jetzt momentan dann auf eigentlich noch nicht fertigen Terrassen dann wahrscheinlich, der Außenbereich, also der letzte Teil, das weiß jetzt ich aus Erfahrung auch. Die werden wahrscheinlich 2 Jahre lang einen Schotter voraus, die haben. Ist auch schön. Ja, schon. Muss ich auch, ist auch schön. Ja, habt ihr noch so ein Lieblingslied von der Michael Lang mitgebracht? Ja, wir hätten schon noch eins, und zwar kann man mal noch drüber zum Abschluss dieser schönen Runde vielleicht ein Prosit der Gemütlichkeit. Ja, das gut. Machen wir doch, wenn wir einen Flaschen öffnen. Ja, weil einen Flaschen öffnen habt ihr ja nichts mehr zu tun. Nicht drauf, jetzt haben wir kein Feuerzeug. Aber ich glaube, Bier ist schon offen. Oder? Nein. Nein. Das hätten wir gesprochen. Also, das ist live. Ein Puls sind wir auch nicht eingestellt. Darf ich dir das überhaupt auch mal jetzt wissen? Nein, ich glaube, du musst mir das... Achso, jetzt nicht. Muss jetzt nicht. Das passt. Ich glaube, wir brauchen einen Lappen. Wir wummern. Ja, ich schenke schon mal eh dabei. Ist eh klar, du wieder als erstes. Ja, ich habe jetzt zwei Quarantänschuhe. Wo sind? Hast du mich aufs Bett getragen? Dann sind sie soweit. Dann ja. Denn der Chef vom Experium, der Wolfgang, der macht das Musikantentreffen zu einem naturwissenschaftlichen Musikantentreffen. Da gibt es ein Experiment und die zwei wunderbaren Herren, der Christian und der Hansi, werden wir dann im zweiten Durchgang, allerdings im Trio, glaube ich. So, ja, wir machen dann ein Kombo mit dem Elmar. Genau, also ein Engel oder Trio, da werden wir euch nochmal sehen. Dabei sagen wir danke. Gut, schön, dass du da warst, Dankeschön. Viele Grüße an alle Zuschauer. Nehmt das Bier mit. Das ist ein wenig Bier gibt, haben wir schon gesagt, oder? Ja, aber es gehört mal wieder, gehört ja mal wieder erwähnt. Du dir so aufs Mitleid, Luca. Der hat heute schon so hart gearbeitet. Ja, etwa schon. So, das ist wieder der Chef vom wunderbaren Experium, das zentral mitten im wunderschönen St. Ingemar liegt. Ich muss das natürlich einmal ein bisschen sagen, weil es auch wirklich so schön ist. Und der Wolfgang, der macht passend zum Musikanten. Treffen, Experimente, Phänomene und das ist auch sehr interessant. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, ich möchte euch noch die klettnischen Klangfiguren zeigen. Klettnische Klangfiguren. Klettn ist ein Physiker gewesen, um die 1700 hat er in Leipzig gewirkt und der hat sich schon mit Ausbreiten von Wellen, von Schallwellen befasst. Also Musik ist ja nichts anderes wie Schallwelle und hat ihm gezeigt, wie funktioniert denn eine Schallwelle? Wie breitet sich das denn aus in so einer Platte? Und man meint ja, das ist das erste Gefühl, wenn ich jetzt die in Eigenresonanz versetze, ein bisschen Zahn drauf, und setze die dann mit einem Geigenbogen in der Eigenresonanz, dann hat man erst einmal das Gefühl, dass der Sound eigentlich willkürlich ein bisschen übereinander spielt, oder? Probieren wir das mal, dass wir so eine Eigenresonanz reinnehmen. So hat sich der Akkordeonstund von der Michael hier umgekehrt. Lass mir ein Bild vor sich haben. Ja. Und wenn man jetzt genau schaut, dann ist es nicht ein willkürliches Sand herumspringen, sondern es entstehen geometrische Figuren.
es entstehen Knotenpunkte stehender Wellen. Und damit sieht, sagt man eigentlich ganz deutlich, dass Wellen nicht willkürlich laufen, sondern jetzt sind wir klassisch wieder Naturwissenschaften, jetzt sind wir beinahe bei der Mathematik, Geometrie, geometrische Formen. Gut, ein bisschen Theorie haben wir gemacht und jetzt gehen wir aber direkt sofort wieder über die Musik, in die Musik, weil ich glaube, Schall zu sehen, Schall zu fühlen ist schön, zu hören ist schöner. Also, viel Spaß! Und wie schon gesagt, es gibt diese Experimente im Bereich der Musik da herin, aber es gibt auch noch ein paar andere. Und dann schauen wir mal, was das Programm so vorgibt, Michaela. Was steht da? Ich kriege jetzt endlich wieder Verstärkung mit der Ingrid und mit dem Hermann. Also sprich mehr mit der Ingrid als mit dem Hermann. Und ich freue mich jetzt schon ganz akrisch. Vor allem muss ich dann die Ingrid noch fragen, weil die Ingrid hat nämlich in ihrem Leben nur ein zweites männliches Wesen. Und da würde es mich interessieren, wie es demjenigen heute so geht. Ja. Genau. So. So. Dann sind sie schon wieder da, fast. Ich glaube, dass du die Ingrid davor verschreckt hast. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Weil früher, wenn ich noch ein wenig geschnupft habe, da waren wir die Ingrid und ich auch schnupferfremd. Genau. Schnupfer haben wir oben, oder? Ja, freilich. Bin ich rein? Sechst du das? Dass du wieder alles dabei hast. Sauber. So. Und wenn man es nicht ganz sauber wegbringt, dann sagt Ingrid, nein, das ist ein niederbayerisches Wangerlusch. Ein niederbayerisches Wangerlusch. Ich habe heute alles gelernt, das ist auch. Habe ich ja in 4 Jahren Schulzeit nicht angefragt. Kannst du alles nachholen? Kann ich alles nachholen? Also, ich habe ein kleines Prisanier, hat Ingrid gesagt. Ja. Und das Kind ist schon weiter da. Wie hätte man da jetzt zugeschaut? Du, ist das jetzt die Haupt-Ads? Du wolltest noch was wissen, von der Ingrid hast du gesagt? Ach so. Ja, das hätte ich dann noch angefragt. So. Okay, dann gut. Lassen wir es einmal was da und dann fragen wir wieder. Sind wir dabei, oder? Jetzt sind wir dabei, so. Ja. Wisst ihr, mein Heimat ist? Genau. Aber ich gebe es langsam was. Also da muss man vielleicht ein Wort sagen zu dem Lied. Das ist auch ein sehr eingängiges Lied, eine richtige Weitlerweise. Und wenn die zwei das singen, du müsst jetzt am Fernseher ein bisschen obendrein. Das, was gerade so nebenbei am Handy anschaut, ein bisschen aufgetragen, das hören wir in dieser Qualität ganz selten. Und das war viel Spaß mit Ingrid und hoffentlich mit Trauma mit Gänsehautfaktor. Jetzt ist Messlatten so hoch. Wisst, wo mein Heimat ist, drum auf der Leitung, stehen drei Hilfbeiland, sechs das Verwalten. Hängt der Weißhafer schön und stürzt am Boden, schaut's vor die heiße Wind, dies wird mein Vorder. Hängt der Weißhafer schön und stürzt am Boden, schaut's vor die heiße Wind.
Die schaut auch noch zu, die haben gesagt, tanzt Lied daheim. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zu dem Lied auch tanzt haben. Respekt. Aber gut. Ein Hosendiel wird es sein. Ja. Wird früher auch möglich gewesen sein. Also ich bin eigentlich neidig daheim. Das sage ich, dass ich daheim tanzen dürft. Und ich mit, naja. Auf alle Fälle, Ingrid, ich muss dir jetzt eine ganz persönliche Frage stellen, weil ich habe mitgekriegt, dass du, weiß ich nicht, ob da der Hermann daheim ist, wenn du männlichen Besuch kriegst. Ja. Wie geht's denn, Xaverl? Gut. Gut? Gut, ja. Gut. Der Xaverl, der ist trotz seinem Alter, er hat schon ein wenig einen grauen Bart, weißt du schon? Ja, ich hab's gesehen. Ist der fleißig am Besucher? Aha. Ja, genau. Zuerst haben wir gedacht, weißt du schon, fremder Mann, darf nur bis in den Wintergarten ein. Mhm. Genau, und dann, naja, dann hat er sich aber ein paar Weise unterwürfig, weißt du schon? So wie sie das gehört. Ja, ja, genau. Mhm. Dann haben wir gedacht, naja, Wohnzimmer, weißt du schon. Genau. Ja, jetzt ist er neuerdings schon in der Küche und auch im Büro um den ersten Stock. Genau. So weit schon. In Flitzbogen. Ah, in Flitzbogen. Also alle Zuschauer da draußen, der Xaverl ist Jagdhund, oder? Ja, na ja. Vom Nachbarn der Hund. Genau. Und der besucht ganz fleißig immer die Ingrid. Und ich würde dann immer recht nette Buddel geschickt, wenn der Xaverl dann wieder recht lieb schaut ja. Und eine gute ja. Milch. Und an alle, die nicht wissen, wo der Flitzbohn ist, weil es sind da vielleicht später dazu gekommen, du hast es jetzt gelernt, Michael. Der Flitzbohn ist der Boden in der ersten Etage. Der Flur. Der Flur, der Flur, der Flur, der Flur. Ja, das ist so eine Sache, weil ich habe ja im Kabarett gewesen mit dem Feibohn drinnen. Oh. Und da ist dann, wenn dann du im Minna oben bist und denen dann erklären sollst, was ein Feibohn ist, aha. Das ist viel schwierig. Ja. Das ist schon schwierig. Mit dem Dialekt, ich habe eigentlich einen Hosen, also einen Hasen gehabt und dann hat die eine den Witz nicht verstanden, weil was dann mit der Hose war. Mit der Hose, alles. Genau, das ist dann natürlich schwierig. Schwierig, schwierig. apropos schwierig, heute hast du ein bisschen was Leichtes dabei, sehe ich, weil normalerweise fährst du musikaltechnisch mit einem größeren Gefährt. Ach so, ja. Das ist quasi mein jahreszeitlich gebundenes Instrument. Adventszeit ist vorbei. Aha. Ich hole da bis Ende Januar, gell? Also du spielst deine Harfe, weil Ingrid spielt auch noch Harfenistin. Ja, genau. Harfenistin, genau. Ja, weil genau. Ich bin schon ausgesucht worden, weil ich gewiss dann, wie man einen nennt, der Wokotra-Bass spielt. Einen lieben Gruß dazu an Mani und an Birgit. Die werden sich jetzt auch noch erlauben. Grüß euch. Und du bist jetzt heute mit leicht mit dem Sommer. Genau, mit dem Sommerinstrument. Das ist der genau. Sommerboss. Genau. Der Sommerkontrabass. Ich will ja. Das kannst genau. Du mein Mann und der Birgit dir. Ja, genau. Cool. Ja, und der Situation bedingt haben einfach die Fingernägel ein wenig länger. Das war jetzt für Torfe auch nichts, weißt du? Das klingt jetzt blechern, passt aber für Gitarre ideal. Ja. Sehr schön. Genau. Und was klingt noch her jetzt als Salz vor euch noch? Was hast du noch hergekriegt, Herr Dazu haben wir noch einen Landler. Gut. Genau. Aha.
Wir hören uns, ob man noch Ton hat. 10 Uhr. Gut, passt. 10 Uhr für daheim, gell? Wer mitspielen mag. Und wie tanzen wir mal? Damenball, gell? Im Ruhestuhl, wie sieht es? Damenball. Viel Spaß. Danke, dass ihr uns verstärkt habt, das auch mit möglich gemacht habt. Vielleicht könnt ihr noch eine kurze Botschaft an die Leute richten, wo man euch, wenn dem Corona das wieder zulässt, vielleicht im Herbst oder Weihnachten wieder treffen oder herkommen, weil das ist immer schön, wenn man euch zu herkommen. Muss man erst einmal sehen, was wieder möglich ist, gell? Ja, wenn man erst sehen, was wieder möglich ist. Genau. Und wenn es auch Bischofsmoors kommt, dann haben wir auch unterwegs. Genau. Werbeblock für Bischofsmoors. Ja. Und auch in St. Engelmar. Richtig. Also heute wieder einmal. Der bayerische Wald ist der bayerische Wald. Ja, da sind wir uns genau. Auch durchs Bursche, genau. In Bischofsmoors, in Kulmbach haben wir heute auch dabei. Genau. Und Hunderdorf haben sie gesagt, vorher genau. Gehört dazu. Ja, Hunderdorf haben wir gerade von der Regie gehört, da wird auch tanzt. Oh, ja, da haben wir in Hunderdorf wieder auch tanzt. Haben dort Männer die richtigen Schuhe an? Weil wir haben mal das Problem, dass der Herr mal die verkehrten Schuhe anhat. Ach so. Heida. Heida. Ja. Nein, heute macht es der Pflasterbund aus. Ach so. Also, muss man vielleicht was sagen sollte, an der Stelle, ich habe jetzt gesehen, jetzt müsste es 4:15 sein, etwa, oder? Bin ich da richtig gewickelt? Ja, so ungefähr. Das heißt, jetzt dürfen die vom Wirtshaus auch daheim sein. Der Wirtshaus bis um 10 Uhr offen, wer zu Fuß unterwegs ist. Grüß euch, schön, dass ihr euch. Schön, dass ihr euch noch drauf geschaut habt. Bei uns geht es noch ein bisschen weiter. Wir sagen nochmal Danke bei der Ingrid und beim Hermann. Es war uns gefest. Eine Ehre. Alles Gute und wir hoffen, dass wir uns und euch bald wieder zum Sehen und zum Bäcker. Genau. Danke. Viel Dank. Servus. So, jetzt kommt der Chef-Desinfizierer. Job-Sharing. So. Grüß euch zum zweiten Mal. Andreas.
Andreas, grüß dich. Ich weiß nicht, ob du es du draußen angeschaut hast. Du hast schon ganz viele Grüße aus deiner Heimatgemeinde gekriegt. Aller Stufe tanzt und vielleicht sollst du mit zu deinen Urstufen was sagen, weil die haben jetzt aktiv, sehe ich. Ehrlich, ja super. Also freut mich auf jeden Fall ein schöner Gruß an alle daheim. Schön, dass du zuschaut und merkt einfach, wir haben eine musikalische Gemeinde. Auf Hinblick auf unsere ja, inzwischen ehemalige Bürgermeisterin. Nein. Und es ist auf jeden Fall schön, dass du zuschaut und ja, tanzen dann mal gern wieder beim nächsten Mal, wenn wir zusammenkommen. Aber dabei kannst du daheim in der Stunde auch tanzen, das passt gerade recht schön. Und schön, dass alle zuschauen. Ja, und das Rote Kreuz Rolling, glaube ich, grüß dich. Ja, super, das ist der Titel Stefan. Gell? Ja, genau, die schauen zu. Ich habe extra geschrieben, ich habe gesagt, unbedingt, er will da dabei sein, wenn er Musik spielt. Und das so viel zum Thema Datenschutz, die Dimension und der Rotes Kreuz. Und du sagst, der Titel Stefan ist. Also ja. Stefan, was lernen wir daraus? Nächsten schreibst du es gleich. Und kommt alles auf. Genau. Ja, mich noch eins interessiert, und zwar, du hast einen ganz großen Erfolg gehabt als Sommerhitkönig und das ist ja wirklich purer Stress, wenn man da jetzt mal nach Rust fahren muss. Kannst du da vielleicht noch einen Satz oder zwei dazu sagen, weil das ist am Wochenende hier und dann wieder heim? Also es ist natürlich eine lange Strecke zum Fahren, also wir haben da jetzt mal, ich glaube, gute 5 Stunden gefahren, also nur hin und dann wieder zurück, wieder dasselbe. Also es ist natürlich schon irgendwo Stress in Anführungszeichen, aber durch das, dass ja die Sendung und dass das einfach ein einmaliges Erlebnis ist und dass das ja wirklich einfach super, super schön ist, wenn man da mit dabei sein darf, hat man es nicht als Stress empfunden, sondern es war einfach schön. Es war einfach schön, wenn man am Freitag von der Arbeit heimkommt, Sachen packt und dann fährt man einfach nach Rust, in den Europapark. Also das war schon, also ich möchte fast behaupten, mitunter eine von den schönsten Zeiten, was ich bis jetzt gehört habe, weil es einfach, ja, es war einfach schön, man hat jetzt Wochenende super nette Kollegen kennengelernt, die man normal nur aus dem Fernsehen kennt. Und ich muss schon sagen, also ich darf es jederzeit wieder machen. Schön. Ja, man möchte es nicht glauben. Ich habe die jetzt erst im Fernsehen kennengelernt. Aktenzeichen im Süpsi noch. Ich gebe es aber zu, bei meiner Mann am Sonntag. Spaß beiseite. Ja, ich darf sagen, hau mir rein. Wir möchten was hören von dir. Freuen uns. Auf geht's. Oder wie ist das bei dir so? Also ich habe zwei insgesamt, Aha. Also die und noch andere. Ja.
Ja. Die unterscheiden sich in erster Linie in der Stimmung. Also steirische Harmonika ist auch gestimmt auf bestimmte Tonarten und da haben wir mit einer da relativ eingeschränkt ist, sage ich jetzt einmal, habe ich noch eine zweite, habe ich dann praktisch das ein bisschen höher. Für die Lieder, die wo man halt, je nachdem ein wenig zu hoch oder zu tief zum Singen haben, dass ich da einfach ein bisschen wechseln kann. Aha, du tust dann, wenn du jetzt ein Konzert gibst, dann wechselst deine Dinge dann durch. Genau, also da wechselt ich dann einmal das. Ist dann das bei einem Musiker auch so wie bei einem Rallfahrer, weil zum Beispiel ein guter Freund von mir, der tut Rallfahren und bei dem hängt es Rall. Also da kannst du nicht hinkriegen, also wisst ihr. War mit Oma-Radio, das ist, war mit umgeschubst und dann wieder eine halbe Stunde bei uns. Nein, aber es ist so, der hat sein Rall im Schlafzimmer drin hängen, so einen Ehrenplatz extra an der Wand drin, weil das ist, kostet tausende von Euro, das Rall. Wie ist jetzt das da? Also, ich sage einmal so, also ich habe es zwar jetzt wirklich tatsächlich im Schlafzimmer. Aha, okay, aber nicht jetzt so. Das hat aber eigentlich nur einen Grund, weil ich tatsächlich im Schlafzimmer auch probe. Aha. Also das ist, ich glaube, das habe ich noch nie jemandem verzeiht. Also das ist wirklich, also das erste Mal, aber genau. Alle die Hände besser, die wissen, wo dieser Mann probt. Also, das, stimmt tatsächlich, also im Schlafzimmer, also da probe ich und na gut, also es hat jetzt keinen irgendwie Grund, dass ich es jetzt, wie gesagt, weil es so wertvoll ist, einfach da im Schlafzimmer habe, sondern nach dem Proben stelle ich es halt einfach im Schlafzimmer und wir stehen dann tatsächlich da. Also das stimmt wirklich. Aha, gut. Ja, nein, das habe ich jetzt einfach so interessiert gehabt. Das war jetzt einfach, Neugierig, nicht? Ja, verstehe. Jetzt hätte ich noch was, und zwar, ich weiß nicht, hast du was überlegt, weil du hast ja vorher gesagt, du hast eine ganz tolle CD von dir dabei, die kann man im Übrigen auch käuflich erwerben, die heißt, ich kann total romantisch sein. Er kann total romantisch sein. Ich kann total romantisch sein, ist die aktuelle CD von Andreas, und er hat gesagt, er darf es zur Verlosung zur Verfügung stellen, findet den grandiosen Zug von dir. Ich weiß nicht, wir haben irgendwas gemacht, hast du was überlegt oder sonst? Ja gut, also was ich eine lustige Idee fand, war, wir machen wir auf der Seite, im Facebook, wo das Ganze übertragen wird und wo das Ganze angekündigt worden ist, einfach ein Foto, da wo ich praktisch die CD nochmal präsentiere, sage ich, oder einfach ein Tee halt. Und dann ist um, wer Interesse hat, einfach kommentieren, wer ist mein Vorschlag, und dann, da wird dann ausgelost, alle in den Topf, und dann... Er sollte aber schon drunter schreiben, was ihm gefallen hat. Also, ein bisschen eine Aufgabe muss es sein. Ja. Also wenn jetzt einer schreibt, oh, das war gar nichts, das war total verkotzt, das war... Der gewinnt die CD nicht. Er ist zwar ehrlich. Ja, er ist vielleicht ehrlich, aber... Ja, aber ich hoffe natürlich, dass er gefallen hat. Ja, aber wenn er es jetzt für die Mama braucht, dann ist doch das auch nicht, oder? Wenn er schreibt, du, ich bin zwar erst 15, aber meine Mama, die darf die gern haben, ja, weißt du? Das ist ja legitim. Ja, es gibt ja keine Musik, die man jedem gefällt. Das gibt's ja nicht. Nein, aber deine gefällt uns, und das muss man schon mal sagen, mit deinen Auftritten auch im ganzen süddeutschen Raum in Österreich, bist du auch ein Werbeträger für den ganzen Bayerischen Wald. Da sind wir stolz, und das soll ich auch noch mal was hören. Und jetzt ist ja irgendwie und sowieso gelaufen im Fernsehen, vielleicht habt ihr es gehört, und da hat es ja geheißen, beim Tango, jetzt hört sich einer ein, dass ich einen Puls im Raum habe, und in der Reise, und beste Zeit unsere, beste Gegend unsere, bestes Lied war Chambalaya, heißt es bei uns nicht, sondern das beste Lied ist das, das du jetzt dann spielst, und dann kann ich sagen, halt sich ein, dass Leute was zum Tanzen haben. Also was flott ist praktisch? Ja, in euer Stufe von 100 Uhr für tanzen. Ja, die tanzen, dass gerade der Boden raucht. Dass gerade der Boden raucht. Dann kann ich sagen, machen wir eine Melodie, die passt wie die Faust aufs Auge zu mir. Wehe einer lacht. Ich bin ein Gentleman von Kopf bis Fuß. Alles glauben, ich bin ein Gentleman von Kopf bis Fuß.
weiter, du bist 10. So hat es mir mein Vater beigebracht. Und ich hab mir dabei nur eins gedacht. Ein Kavalier ist heute eine Seltenheit. Drum nütze ich so oft die Gelegenheit und zeige, wer ich bin und was ich kann. Nachbargemeinde Kulmburg. Mir sagen wir noch nicht, sag mir spät's gut, dass du heute dabei warst. Hat mich narrisch gefreut. Ich möchte natürlich noch mal, wie gesagt, in aller Form Danke sagen, dass ich mit dabei sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich narrisch gefreut. Natürlich auch an alle, die zuschauen. Ist schön, dass es so angenommen wird, dass so ein Leute, ey, Musik ist uns einfach wichtig. Und wie das Motto ist, wir sind noch da, dass ihr uns nicht vergesst. Also, apropos nicht vergessen, das war die letzte und wichtigste Frage, glaube ich, für die Leute. Wo kommen die, wenn das vielleicht alles einmal vorbei ist, wieder sehen? Gibt es schon irgendwo einen Termin oder vielleicht auch irgendwo im Fernsehen? Wo kommen die wieder sehen? Also es ist jetzt, ja, natürlich jetzt durch die ganze Situation ein bisschen schwierig. Die nächsten Termine, wo jetzt aktuell noch stehen, sind irgendwann im September, also im Laufe vom September. Die Termine stehen dann alle auf der Homepage, auf www.andreas-hostreiter.de. Also da sind die bekannt gegeben. Und so, alles andere, Facebook bin ich auch ein bisschen aktiv, also wenn sich irgendwie was, ich sage mal, kurzfristig ergeben sollte, dann wird das natürlich bekannt geben. Und ich sage aber, ich bin überall, wo ich wegen Musik spiele, wo die Leute gut drauf sind, da bin ich gern. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja kurzfristig einmal etwas, darf mich freuen, sowas wie heute war super, man trifft immer wieder Kollegen, wo man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und wie gesagt, da hat mich neulich gefreut, wenn es sowas öfter gab und wieder natürlich auch alles ein bisschen in die Normalität zurückkommt, dass wir wieder alle miteinander Musik spielen dürfen und singen dürfen. Das geht so leid aus. Ja, bei mir nicht grüner, ich muss mich aber erinnern mit der Bewegungsmelde, okay? So, du kannst auch nicht dumm gesessen als Ich kann total romantisch sein, schaut es leid aus. Ja. Also, das ist Stichwort noch nicht abschließend, ich weiß noch nicht auf der ECD. Ihr kommt total romantisch sein, genau, so ist richtig. Also, da noch mit zusammen. Und schauen, wir sagen mal Danke, gute Zeit, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, bleibt gesund, ja, und weiter viel Erfolg. Dankeschön, danke. Für dich. Meine Maske brauche ich wieder. Ja, und muss sein. Sicher, sicher. Und wunderbar. Also, für dich, servus. Servus, für dich. So, jetzt rücke ich schnell einer, weil jetzt dürfen wir die nächste Kombo sagen. Michaela, jetzt sieht man die nicht ganz, aber du kannst es auch sagen, man hört man die zumindest gescheit wie ein Kind. Grenzweichler. Genau, weil dann kann ich nämlich schon wieder aufrutschen. Die sind nämlich wieder ein Vierertrupp. Stimmt, normalerweise schmerzt du ich. Ja, das hätte ich du sagen. Naja, weil jeder jetzt darauf gewartet hat, dass du was sagst. Und wenn ich wieder was gesagt hätte, hättest du gesagt, glaube ich, mir auch mit was sagen. Stimmt's? Was spielt zum Sein? Also jetzt machen wir mal ein bisschen andere Musikrichtung. Unser Flo, der wird jetzt einmal einen Obergreiner spielen. Und zwar einen schönen Walzer haben wir dabei. Dort, wo unsere Heimat steht. Thank you.
Zweitler. Kriegen auch noch Grüße vom Vogel Alex. Ja. Ach, die haben wir schon. Alex, Alex. Ja, wenn du was zurückgrüßen zum Vogel Alex. Ja, schön, dass du zuschaust. Alex. Habt ihr eine gute Entschuldigung, oder? Das ist ja mir eine. So kurz, sonst bist du halbwegs schwarz. Vielleicht können wir Wie ist jetzt das? Weil ich habe jetzt gespannt, Flo, du hast jetzt Eizeit, oder nennt man das so, dass man das Eizeit? Da hat jetzt jede Gruppe so ihr eigenes System, oder? Weil zum Beispiel dein Bruder, der hat, die haben die irgendwie rückwärts komisch dreimal das Gleiche gesagt oder so. Also ist das, gibt es da ein System? Nein. Ja, eigentlich schon. Schon. Das, wenn man unter sich spielt, dann macht man das so, weil man es weiß. Und da kommen auch 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 10 dann. Wie bei einem neuen Ehepaar, die verstehen sich quasi auch ohne Worte. Genau. Aha, okay. Wenn du das Akkordeon spielen lässt, da ist doch schon gesungen, auf die Plätze fertig. Und dann alle meine Ehefälle. Wieder dran rufen, wieder dran aufgehört. Und ja, der Rest ergibt sich. Der Rest ergibt sich. Jetzt erwartet ihr in der Obergreiner Richtung, was habt ihr noch im Petto, wenn man da so dran wird? Also als Zwartstückchen haben wir noch eins aus unseren Anfangszeiten mit dabei. Am Anfang war es so, dass wir relativ viele Instrumentalstücke gemacht haben, mit Michi mit der Steinischen. Angefangen haben wir irgendwann, haben wir dann Singer ausprobiert, das war am Anfang, naja, haben wir ein paar Jahre noch gebraucht, aber mittlerweile machen wir es eigentlich sehr gern, aber eins der Stücke, mit denen wir angefangen haben, das möchten wir heute wieder spielen, und zwar ist das Bayerische Bier vom Röder Jackl. Genau, das war wie gesagt eins aus unseren ersten Tagen, wo wir gesungen haben. Und hey, ist das Weltenburger Bier? Das Weltenburger Bier, genau. Ist ja klar. Genau, möchten wir das zweite Titel, das Bayerische Bier. Wir haben euch was gebracht, was wir uns in der Fremdtrasse zusammen haben gemacht. Es ist ein neues Lied, wir frischen Humor. Es klingen ja beim Singen ganz bayerische Song. Über die ist uns gegangen, grad uns Freude und Schier. Da hervorne mit
Geburtstagsfeiern, Musikantreffen, Bierzelte, Gartenfest, also wenn jemand eine gute Musik braucht, das habt ihr sein gehört. Einfach hören bei den Grenzweitler, da macht man sicher nichts verkehrt und das war halt nur ein Ausschnitt der Bandbreite, das muss man auch dazu sagen. Genau. Gut. Schön, dass du da warst. Haben wir es geschafft, oder? Ja. Ich habt es dabei geschafft, ja. Aber wir hoffen natürlich, dass wir uns bald vielleicht beim anderen Anlass wiedersehen und dass dann auch wieder den Publikumskontakt gibt, der zu gehen. Jawohl. Dankeschön. So, wir kommen jetzt als nächstes, weil du bist da der Chef. Echt? Ja. Den ich noch nicht kennt, aber. Nein, jetzt kommt wieder ein Solokünstler, der vorher auch schon da war, der Matthias Linsmeier. Gibt sich nochmal die Ehre bei uns. So. Matthias ist wieder da, gefällt mich. Habe ich auch eine Frage, weil ich weiß, mir wird auch nachgesagt von manchen Leuten, dass ich recht neugierig bin. Wie kriegst du das auf drei? Musiker, Jäger, Arbeit wirst du auch noch haben? Und dann ist es vorbei, oder? Oder wie geht es also, sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Sonst fällt dir nichts mehr ein. Das denke ich, weil das ist wahrscheinlich schon schwierig, unter einen Hut zu bringen, oder? Ja, vor allem Musikant und Jäger, das ist die besondere Kombination, ne? Das denken wir. Was hast du jetzt noch für ein Lied für uns dabei? Das nächste Lied, weil ich jetzt noch dabei hätte für euch, das war ein ganz besonderes Lied. Das Lied von einem ganz besonderen Haus, von ganz besonderen Leuten, besonders traurig auszuschauen. Vielleicht war da eine oder andere schon drin, das weiß ich nicht. Das ist das Lied vom Straubinger Spielhaus. Oh. War jetzt du schon? Ja, ich bin tatsächlich schon mit drin. Irgendwas klingt das, dass du bist. Aber war mehr dienstlicher Natur, also hat nichts mit privaten Dingen zum Tag gehabt. Aber es ist im Lied ein bisschen schöner beschrieben, wie es vielleicht in Wirklichkeit ist. Okay. Aber du sollst aufpassen auf die Moral der Geschichte, die ganz am Ende kommt. Die soll nämlich eine Aussage in das Lied. Ich pass auf. Gut, dann Matthias, die Bühne gehört dir. So traurig
Gras. Das ist das tolle Kommere Ansperrhaus. In der Früh um 17:30 da geht der Jammer los. Da schäven sie mit den Schlüsseln und spielen jedes Geschloss. Und mit die Wasser hieven, da laufen sie hin und her. Ja, mit keiner Maske können immer mehr. Und mit die Wasser hieven, da laufen sie hin und her. Ja, mit keiner Maske können immer mehr. Am Mittag um 13:30 da grüßt dann dein Melasch. Mein Freund, da liest was siehst, die siehste Ware graus. Und wenn's das fressen wirst, da kippst du in den Spiral. Da lebst du in deinem Land, verlegst du in Bein. Matthias, wo können wir die das nächste Mal eventuell, wenn es glatt geht, live wieder erleben? Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich möchte sagen, jetzt seit Februar die ganzen Festival alles abgesagt. Teilweise für August schon im Voraus alles schon gecancelt worden. Das ist schwierig zu sagen, wenn es wieder normal weitergeht. Und wenn es wieder normal weitergeht, auf was freust du dich dann am meisten bei so einem Festival? Oder was ist für dich da? Ja, was sagst du? Das macht es aus, dass ich da gleich unterhalten spiele. Das sind meistens die Festeln, wo du sagst, ja, fährst jetzt hin, spielst 2 Stunden, dann fährst du wieder heim, weil du brauchst eh nicht lang spielen, 2-3 Stunden. Und das sind dann die Festeln, wo du dann um 2 oder 3 in der Freie heim kommst. Nach 7 oder 8 Stunden, weil es einfach so schön macht. Weil es schön macht, leider einfach fast. Also ist das Ungeplante, das macht es aus. Das wurde dann auch freigemacht und da wusste dann auch weiß, warum du das tust. Genau, das was mich immer so fasziniert, du kommst irgendwo hin, kennst vielleicht einen, kennst vielleicht 2 und dann fährst du einfach den Wessel und dann kennst du 30 oder 40. Gut, schön. Was hast du uns jetzt noch als letztes Lied mitgebracht gehabt? Ja, als letztes hätte ich einen alten Klassiker, Rote Lippen, soll man küssen. Jawohl, jetzt geht es einmal in den Schlagerrichtung, wenn wir alle Stufen noch auf sind und 100 Dörfer. Dann könnt ihr jetzt wieder tanzen, weil jetzt geht's herund. Auf geht's!
Sehen und dass wir die auch wieder da sehen, wo wir als Musikant hinkehren und hier nicht auf die Bühne. Jawohl. Alles klar. Okay, gut. Also, servus. So, langsam aber sicher kommen wir zum Finale. Es waren jetzt noch eine Dreier- und eine Vierergruppen auf uns. Wir müssen noch ein bisschen Zeitmanagement in den Blick haben, sagt der Regisseur. Wir werden wir möglicherweise nicht ganz halten können. Es rentiert sich aber, dass es dran bleibt, weil wir werden schon irgendwann einen Deckel drauf haben, so denke ich doch. Ja, auf alle Fälle. Und ich kann euch versprechen, dass es nochmal sehr interessant und lustig wird. Wir haben jetzt nochmal einen Christian und einen Heinz, und jetzt in der Kombination mit dem Elmer, also drei Engelmohrer, da kann überhaupt nichts passieren. Und da sieht man es also schon, dass die Sound-Musikanten sind, die das Leben, weil da wird einfach wieder mal gespielt, ohne dass die sonst immer wieder mal unterwegs sind. Ah, die spielen halt das erste Mal miteinander. Ja. Das ist ungefähr so ehrlich, wie du vorhin gesagt hast, dass mit Donald wird dein Lieblings. Ja, also die spielen schon auch öfter miteinander, aber jetzt nicht dauerhaft. Nicht dauerhaft, also es ist ab und zu. Ja, eher so aus der Gaudi heraus, meistens auf so Musikanten treffen oder im Wirtshaus oder wenn es meistens eh schon spät ist. Ja, heute ist noch nicht spät, da ist um. Was dürfen wir dann hier wo der Wildbach glaubst. Eins, zwei, drei, vier, eins. Bye.
da wo ich jetzt wohne, ist genau Teilsdorf und Neuweil. Ich bin am Anfang von Bayerisch-Kanada in dem Sinne gesehen. Wo ist das? Kommt man rein, oder? Also für alle, die von beide Weg sind, jetzt wird fachgesimpelt. Genau, das ist super schön, war das. Für das, dass ich also ein Spaß an der Freilichkeit habe. Für das war es. Nein, du warst gar nicht mehr. Du übertriffst es rüber. Ja, wolltest du nicht fragen, was als Zwartspieler? Ja, könnte ich eigentlich mich fragen. Ich habe es mir nur einen dabei. Ja, da haben sie ja gesagt, die Schienen sind die traurigen Lieder. Also, was haben wir da? Wir spielen heute einen Weltverdruss. Ja, steht da. Ja, ein bisschen was melancholisch darf es sein, wie gesagt, das gehört ja zum Bayerischen Wald. Zum Oberkämmer. Ja, sie steht wird so, dass es gut werden soll. Auch wenn es so schön wäre, also ich weiß, aber es nutzt nichts. Wir haben noch ein bisschen was vor, kann ich sagen, der Weltverdruss. Ich fange einfach an. Ja. Schön, dass du da bist und schön, dass du Servus, wieder Mani. Gegrüßt hast. Ja, wo sehen wir euch das nächste Mal? Hoffentlich bald wieder. Grüßt den vielleicht. Das ist einmal eine realistische Einschätzung. Grüß mich. Ja, also das hoffen wir doch den jetzt nicht. Sondern vielleicht passt es auch vorher. Mir sagen wir danke bei euch, dass ihr da wart. Im Vorfeld die Unterstützung und wir singen uns so zum Ende noch ganz kurz. Und dann wechselt man nochmal. Der letzte Wechsel. Der letzte Wechsel sozusagen. Ja.
Da tauschen wir jetzt quasi das Dreiergespann und Vierergespann noch mehr aus. Genau, jetzt wissen wir richtig hin. Ja. Also, bitte euch, alles gut. Servus. Und der Chef persönlich. Also, er macht das fest schon gut, finde ich. Schöner Schwung, gell? Brutal. Ja. Also, er macht das schon gut. Er hat da ein gewisses Talent. Hat man meine Frau gern. Ganz gut. So. 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 Tablet. So, so. So, der Leib. Das ist gut. Servus. Servus. Wie ist denn? So, wir haben es vorher schon gesagt, der Alex, der mich, der Anderl und der Hirs. Genau, nur digital unterwegs natürlich. Ist klar. Gut für mich. Wir freuen uns noch auf zwei schneidige Nummern von euch, vielleicht auch zwei Rücken, das müssen wir noch sehen. Ich habe es mir so gestern genau, dass die Stände passen. Sind wir abständig, anständig. Abständig. Durch und durch. Wir haben da jetzt ein bisschen was anderes geplant, man viel Volksmusik hat. Jetzt gehen wir ein wenig zurück in die 80er Jahre und haben was von der EAV dabei. Und zwar ist das der Märchenprinz, gesungen von unserem Hirs. Kurz mal. Was ist das? Ja, jetzt, ja. Also ich weiß nicht, sind die Österreicher dran? Vorher haben wir Gäste aus dem Zillertal gehabt, wenn die noch da sind, jetzt kommt Musik aus eurer Heimat und die anderen kennen es auch, ein Märchenprinz. Genau, zeig ich es. Thank you.
Das war mein Lied, ja. Ja, das war dein Lied, ich muss jetzt halt noch mal mein Lied und deine Jugend. Ja, wunderbar habt ihr es gemacht. Vielleicht, wenn wir jetzt nicht so viel Britschen daten, dann kann es nur zwischen einmal ein Prosit spielen. Oh, mir? Also, unbedingt. Hast du? Wieder in der bekannten Hasdurg, also das Klatschen und das Trinken in Hasdurg, gell? Achtung! Bye.
meine Herren. Es ist zum Lernen. Also ich glaube, wer daheim sitzt und zu diesem Zehnten in Karte, der kann fast mitwinnen. Und leider ist es aber so, dass wir ganz langsam, aber sicher jetzt am Ende kommen müssen. Ich schaue jetzt nur mal in die Regie, so macht es der Stefan Rabe ein. Weil dann hätte ich einfach gefragt, geh nur ganz ein kurzer. Also einer, wenn es noch reingeht, ich spiele mit. Ja, freilich. Ganz ein kurzer, anderer. Auf das machen wir jetzt nicht fast. Im Sommer geht's dann nie. Weil verlernt habt ihr es in der Kombo nicht. Das glaube ich, haben wir. Du sagst, wir sind immer noch gut beieinander. Ihr seid sowieso immer noch gut beieinander. Aber auch in der Kombo, das glaube ich, haben wir heute eindrucksvoll gesehen. Das ist wie wenn es gestern gut ging und heute schon wieder weitergeht. Also wirklich. Super schön. Danke. Und weil wir mir gute Gastgeber sind, dürft ihr natürlich die letzten Worte ans Publikum richten. Bevor wir noch einen Deckel drauf haben. Ja, ganz einfach. Es hat uns neidisch gefreut, dass wir dabei sind, haben wir dürfen und dass wir immer noch dabei sind. Ein Dank an die Gastgeber natürlich. Natürlich. An Boyd und das Team, die dahinter stehen. Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an die Moderatoren, die da so schön da sitzend und super schön durch den Abend geführt haben. Ich würde sagen, das ist einmal ein Applaus von unserer Seite wert. Da kann man schon mal applaudieren. Auch hinter der Kamera. Vielleicht macht ihr mal einen Schwenker zu
sich hin. Das ist der Konrad, der sitzt da die ganze Zeit. Da sitzt, sieht man gerade seine Hände ein wenig so. Ah, an dem ein riesen Dankeschön. Ohne einen Andi und ohne einen Konrad war das Ganze nicht möglich gewesen. Wir sagen mal einen recht herzlichen Dank. So, und jetzt das Wort zurück und dann. Jawohl, dann wollen wir sie rauslassen. Genau. Weil wir dann noch mal jemanden einlassen. Ihr dürft euch dann schon im Backstage-Bereich umzünden. Genau. Im Massen. Genau. Oh. Ihr dürft wieder zum Massenball gehen. Jawohl. Mein Massen ist abhanden gekommen. Unten, unter der Bank. Unter der Bank. Unter der Bank. Ja. Geht's? So, jetzt seid ihr mit wieder einfach mal zur Stunde. So. Oh. Sitzt das Ding! Sitzt das Ding! Achtung! Ding. Achtung! Der Kalli! Der Kalli! Dann werden wir noch kurz den Kalli. Genau! Ja! Das ist gut, dass du das so machst. Gerne. Der Rhythmus ist immer noch das gleiche im System, also es ist wirklich gut angelernt. Also, ja, gelernt ist schon über Jahre, oder? Genau, ganz genau. Der Poli hat gesagt, überragend. Ja, was darf man von unserer Seite noch sagen? Zuerst einmal, sakrisch danke an euch alle, die ihr in den letzten Tagen geliked, geteilt und uns damit unterstützt habt, dass das Ganze unter die Leute kommt. Und ein Dankeschön an alle, die heute zugeschaut haben, weil das war doch auch immer eine schöne Herd, die das Ganze jetzt über 3,5 Stunden live mit uns verfolgt hat. Dafür ein herzliches Danke. Und dann gebe ich gleich mal weiter an Michaela. Wir möchten uns auch ganz, ganz herzlich bei den Mitwirkenden bedanken, bei den Grenzweidler, beim Elmar, bei der Ingrid und beim Hermann, bei Matthias, beim Alex, mich, Anderl und Hirs und beim Andreas und beim Christian und Hansi und beim Wolfgang natürlich auch, in dem Sinne gesehen, weil ohne euch Mitwirkende hätte man mir gar nichts zum Schmerzen gehabt, gell, mir zwei. Ja, mich hat es schon gefreut, dass ich die so auch quasi wieder gesehen habe und dass wir quasi dann so schön miteinander reden haben können. Und ein großer Dank gebührt natürlich auch unserer Michaela. Ihr wisst ja, die ist momentan im Umzugsstress. Die ist momentan Vollzeit-Mama und ein neues Kabarettprogramm, glaube ich, überlegst du auch schon wieder, wo sie so. Es ist im Hinterkopf, aber ich bin also nächstes Jahr noch mit meinem momentan aktuellen Programm mit Na-I-Med am Tour. Und zwar nächstes Jahr am 10. April. Entschuldigt bitte, wenn das Datum nicht stimmt, weil Schwangerschaftsdemenz, die halt auch, leider, in Lauerwetting. Also, nein, ich nicht, das passt eigentlich nicht zu ihr, weil wir mich Michaela gefragt haben, ob sie mitarbeitet und ob sie uns ein bisschen unterstützen hat bei der Moderation, hat sofort ja gesagt und das ist eine tolle Sache, dass du uns die Ehre geben musst und uns da helfst. Es hat mich sakrisch gefreut und ja, ich war total aufgeregt, wie immer vor den Auftritten, aber ich glaube, es hat schon hingekommen. Ja, wir waren natürlich professionell vorbereitet. Ja, total. Den ganzen Abend. Großes Danke auch nochmal unsere Techniker, Konrad Engelberger von den Castplattendrucker, die Namen, glaube ich, muss schon nochmal erwähnt werden, die uns ganz viel Equipment da zur Verfügung gestellt haben. Auch ein großes Dankeschön an Mura Froh. Die waren heute seit Mittag schon fleißig, so dass wir mir heute da sauber das umtransportieren haben können. Das ist viel Arbeit, das ist viel händische Arbeit, die nicht selbstverständlich ist. Also auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Und wir dürfen jetzt in einer Stadionzeitung schreiben oder in einer Festschrift bei der Feuerwehr, wenn du das nächste Mal einkaufst, dann unterstützt die Genannten. Oder berücksichtigt die. Und deshalb vielleicht, wenn es wieder einmal eine Musi braucht, vergesst es nicht. Wir sind noch da. Vielleicht braucht es auch eine gute Kabarettistin. Die ist auch noch da. Und dann freut man sich mit Sicherheit über den ein oder anderen Auftrag. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir das Experium, das sollen wir vielleicht auch noch mal sagen, genau, besucht. Kannst du noch was sagen zum Experium? Ja, ich war jetzt davor schon in ein paar so Räume drin und ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich, auch wenn man meint, das ist so ein Männerding, also als Frau bist du auch recht gut da erinnert. Also ich muss sagen, ich habe da ganz viele interessante Sachen gesehen und ich werde da so noch mehr reinkommen zu dir. Das ist ganz hervorragend und das Bier, glaube ich, hat uns auch geschmeckt. Das Bier hat uns auch geschmeckt, ja. Das Weckenburger Bier, ich glaube, jetzt auch noch mehr sauer gesagt ist.
Und dann, glaube ich, müssen wir einfach auch bei der Presse noch mit Danke sagen, dass sie uns auch mit der Berichterstattung im Vorfeld unterstützt haben. Das hat das auch erst möglich gemacht, auch bei der Gemeinde, dem Bürgermeister Anton und der Astrid, die da genauso mitgeholfen haben. Und dann dürfen wir aber wirklich alle haben. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. 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 Mhm. Gut, dann, was wünschen wir jetzt zum Ende? Bleibt gesund. Ja, wir hoffen, dass wir uns bald wieder sehen. Holt uns die Treue, holt eure Musikanten die Treue, holt eure Wirtshäuser die Treue. Ich hoffe, dass der eine oder andere heute vorher beim Wirt war. Das gehört ja zusammen, Musik und Wirtshaus, weil wenn es einen Wirt gibt, dann gibt es auch später wieder Musikanten. Also bitte unterstützt das, damit es nach Corona miteinander wieder erfolgreich starten kann. So wie wir das gewohnt sind. Und schön, dass ihr dabei wart, es hat uns sakrisch gefreut und vielleicht gibt es irgendwann noch mehr. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Online-Musikantentreffen noch mehr gibt. Es könnte auch sein, dass ein Schneesturm kommt. Eben, genau. Dann müssen wir auch wieder irgendwie schauen. Ne? Dass wir wieder einmal nicht aussehen dürfen. Genau. Oder ein paar, die verheiratet sind, sagen, das war von Haus aus sehr praktisch. Da kommt ein gutes Feeling auch. Aber also, man wird sehen, man wird sicher wieder was von uns her, weil wir sind noch da. Und ganz zum Schluss, ich bin noch mit Elmer unterwegs, haben wir gesagt, singen wir noch zwei, drei ganz eingängige Gesteinzel, so wie sie das gehört, für einen Abend. Und dann haben wir aber wirklich einen Deckel drauf. Ja, das war heut ein Gaudi, mir Sommer ein schönen Tag. Und ich hoffe, was der Arm jetzt zum Zuschauen nicht zu lang. Dass uns er so unterstützt hat, hat uns fasziniert. Wir haben alle miteinander bloß ein Ziel gehabt, dass ihr ein bisschen was rührt. Ja, das Musik recht schön ist, ja, dies ist nix Neues. Aber das auch System relevant ist, war heut der Beweis. Vielleicht an die Schallklänge an einen oder anderen Stirn. Na kommt's mal auf ins Experium, der Wolfi kann's euch erklären. Zur späteren Stund. Ich hoffe, wir singen uns bald live wieder. Führt euch gut und bleibt gesund. Es hat halt keinen Applaus für die vielen Künstler gegeben und ihr wisst ja, der Applaus ist das Brot des Künstlers, aber ein schöner Online-Applaus ist auch was wert. Wenn wir also morgen viele Likes, Klicks und Teilungen kriegen, dann wäre das auch schön. Das hat uns und alle Künstler gefreut. In diesem Sinne, pfiat euch. Servus. 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 Ciao.